Es ist der 14. August 2020. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler und er ist nicht alleine im Sendegarten. Bei ihm seine zwei Sendegärtnerinnen Claudia und Sebastian. Hallo, guten Abend, Claudia. Hallo, guten Abend. Und Sebastian ist auch da. Ich begrüße dich, Sebastian. Ja. Herzlich willkommen. Hallo zusammen. An einem Freitagabend. Das ist ungewöhnlich, denn normalerweise kommt der Sendegarten donnerstags daher. Warum sind wir heute an einem Freitag? Weil an diesem Wochenende das Podstock 2020 stattfindet. Was? Das Podstock 2020 findet statt? Das ist doch unter Corona-Bedingungen sicherlich ein Problem. Ja, es wäre ein Problem, wenn wir uns in der Offline-Welt treffen würden. Tun wir aber nicht. Wir treffen uns in der Offline-Welt. Nein, in der Online-Welt. Oh, jetzt habe ich schon wieder verkackt. Immer diese... Okay, also wir machen einen Remote-Podstock. Und damit wir das nicht ganz alleine machen, wie immer, wenn wir uns bei Podstock auf die Bühne setzen, haben wir geschaut, wer könnte denn für Podstock eine repräsentative Figur sein. Und wir haben sie gefunden in der Kirsten. Hallo und schönen guten Abend, Kirsten. Hallo zusammen. Repräsentative Person für Podstock, überfordere ich dich damit? Sagen wir, ich bin hauptsächlich Hörerin. Und man konnte mich schon das ein oder andere Mal als Gast in verschiedenen Podcasts hören, aber nichts Größeres. Insofern repräsentativ, dafür müsste ich wahrscheinlich endlich mal meinen eigenen Podcast anfangen. Okay, aber du bist insofern eine interessante Gesprächspartnerin, glaube ich, weil du dich in der Biografie oder in dem Steckbrief, den wir da auf meinpodstock.de anlegen konnten, mit Podcast-Gästin betitelt hast. Also das ist so ein Mittelding zwischen Hörerin und Podcasterin, also eine Person. Also tatsächlich ist es, glaube ich, einfach nur Faulheit, weil ich mich ja eigentlich um nichts kümmern will und da ist man als Gästin gut dabei. Das man kann seinen Senf dazugeben, muss aber nichts mit irgendwie Feeds wissen oder Auphonic und keine Ahnung, was man sich da noch auskennen muss. Ne? Und ja, das ist okay. Okay, also über das Leben einer Podcast-Gästin reden wir gleich noch weiter, wenn wir auf die Gartenbahn kommen. Wir gucken aber erstmal eben noch zurück auf die neue Ernte, ob da irgendwas in unser Postkastchen reingefallen ist. Wir gucken zurück auf die vergangene Ausgabe, da war der Simon zu Gast und wir haben über die Möglichkeiten von genau solchen Remote-Veranstaltungen gesprochen. Also wie kann man das, was solche Offline-Treffen, jetzt habe ich es aber, also die in der realen Welt, die in real life, wie man ja auch so schön sagt, unter den Fachleutinnen und Leuten, wie kann man dieses Feeling sozusagen in die Online-Welt transportieren? Und der Simon hat ja diesen schönen Begriff der Infraräume geschaffen und darüber haben wir letztes Mal gesprochen. Dazu ist noch eine Bemerkung von ihm eingegangen, nämlich die erwähnte Meeting Owl, also die Eule, die ja nichts weiter ist als eine 360-Grad-Kamera, die aber immer im richtigen Augenblick den richtigen Blickwinkel irgendwie verstärkt. Die erfährt wohl im Ende des Jahres oder zum Herbst hin nochmal ein Update. Und wer immer darüber nachgedacht hat, sich so eine Eule zu kaufen, der wartet doch vielleicht noch ein bisschen, bis dieses Nachfolgemodell da ist. Oder er schnappt sich jetzt vielleicht das Vorgängermodell, was vielleicht nicht mehr ganz so teuer verkauft wird. Keine Ahnung. Also da hat sich irgendwas getan. Und dann haben wir eine Zuschrift bekommen vom Tobias Migge. Der hat uns nämlich ein Gedicht geschickt. Zugegeben, er hat es nicht selber geschrieben, sondern er hat es gefunden in einer Zeitung und die heißt Stern. Da war am 30. Juli 2020 zu lesen, Podcasts sind in aller Ohren, denn der Mensch hat spitz gekriegt. Selber lesen hat verloren. Lesen lassen hat gesiegt. Ob beim Joggen, Stöckeln, Gehen, bei der Arbeit, auf dem Klo, auf der Post, beim Schlange stehen, Podcast hören, das macht froh. Möglichst gleich nach dem Erwachen, Podcasts hören, das macht Spaß. Und dann nachts beim Liebe machen, hallo, hä, wie war ich, was? Ich glaube, er knüpft so ein bisschen an diese drei Ps. Ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Ich weiß immer noch nicht, was das dritte P gewesen ist. Eieieiei. So, dieses Gedicht ist von Thomas
Thomas Gseller. Ich will nur nicht irgendwie Sachen klauen hier. Es ist nicht von mir, es ist von Thomas Gseller. Claudia, bitte. Nö, das war genau mein Dings mit, du könntest zumindest noch verraten, von wem es tatsächlich war, aber du bist mir direkt zuvor gekommen. Ja, Gott sei Dank habe ich selber dran gedacht. Aber gut, dass du aufpasst, dass wir hier keine Urheberrechtsverletzungen und sonst was machen, wenn wir hier den Stern zitieren. Das könnte uns, glaube ich, doch Schwierigkeiten bereiten. Also auf Seite 108 vom Stern vom 30.07.2020. Ist bestimmt auch noch in der örtlichen, im örtlichen Kiosk zu bekommen, wenn jemand dieses tolle Gedicht vielleicht nochmal auf Papier sehen möchte. So. Ich habe echt meine Hausaufgaben nicht gemacht. Verflixt und zugenäht. Das dritte P. Weiß das gerade von den Hörenden jemand zufällig? Also putzen, pumpen und... Ich habe es vergessen. Wer weiß es, wer weiß es. Egal. Faulenzen mit PF. Okay. Guter Versuch. Findet ihr, das gibt schon mal 100 Punkte. Guter Versuch. Faulenzen. Aber das muss doch irgendwas sehr Naheliegendes gewesen sein. Na, egal. Im Pflanzen, wo wir im Sendegarten sind, also Gärtnern, habe ich gehört, ist auch zum Pflanzen. Podcast hören natürlich geeignet. Tja. Also im Chat kommen Vorschläge, ich weiß nur nicht, ob die jugendfrei sind. Nein, das ist ja eben, das war ja eben nicht gemeint. Da war ja Pumpen und nicht das andere. Wo Nikolas dann meinte, er war froh oder er hat schon mal überlegt, wie viele Kinder gezeugt worden wären, während er gesprochen hat. Oh, Pendeln. Pendeln passt sehr gut. Pendeln ist gut. Also klar, immer wenn ich meinen Pendel auspacke und die beruhigende Wirkung des Pendels auf mich einfließen lasse, höre ich natürlich Podcast dabei, ist ja klar. Okay, ich lache alleine über meinen Witz. Sehr gut. Ich sollte auch nicht so viel reden, denn dafür haben wir ja Gäste oder eine Gästin in diesem Fall, nämlich die Kirsten, die sitzt auf der Gartenbank und da kommen wir jetzt dann auch mal hin. Moment. So. Heute ist alles ein bisschen... Im Chat wurde übrigens noch vorgeschlagen, podcrastinieren. Auch nicht schlecht. Passt super gut. So, wir haben also eine Repräsentantin der Hörerschaft oder der Teilnehmerschaft vom Podstock da. Nämlich die Kirsten. Oh, da kann ich mich sehr gut einsortieren, ja. Da kannst du dich sehr gut einsortieren, sehr gut. Vielleicht für alle, die vom Podstock immer noch nichts gehört haben. Ich meine, das sind wahrscheinlich die Menschen, die hier zuhören, die können es bald nicht mehr hören, die können es schon fast singen. Aber ich habe tatsächlich heute noch einen Tweet gelesen, wo du, Sebastian, gefragt wurdest, oder das Podstock-Tweet, der Twitter-Kanal wurde gefragt, könnt ihr nicht mal sagen, was Podstock eigentlich ist? Es wird immer so getan, als müssten das alle wissen. Und die schreibende Person meinte, ja, es ist wahrscheinlich so eine Art Barcamp. Aber so die Details waren dann wohl doch noch nicht klar. Wollen wir das nochmal zusammentragen? Sebastian, kannst du das in kurzen Worten erklären, was Podstock ist? Also was ich darauf geantwortet habe, war, also das Problem ist auch gewesen, dass es auf der Webseite keine Informationen wirklich dieses Jahr gibt, weil ich hatte, ich habe die nämlich kurzfristig nämlich dann etwas aufräumen müssen, damit die ganzen Hinweise auf eine Vorort-Podstock raus sind, die uns dann, dass da keine Missverständnisse aufkommen. Und das hätte man alles einmal neu formulieren müssen, das ist leider zeitlich nicht drin gewesen. Aber im Prinzip ja, also es ist mal als Barcamp, auch mit einem großen Fokus auf Barcamp gestartet mit unter anderem, aber auch als Hörer, Hörerinnen-Treffen. Dann hat es auch einfach einen eigenen, also Selbstläufer eigentlich sich entwickelt, sodass jeder und jede Person eigentlich sein eigenes Podstock daraus macht. Es gibt mittlerweile so viele Komponenten an einem Vorort-Podstock, die ich selber wahrscheinlich auch schon gar nicht mehr alle überblicke. Also im Prinzip kann das wirklich sein, man nimmt die ganze Zeit an der Bar und teil und führt da coole Gespräche oder ist halt wirklich beim Programm oder macht aktiv was am Programm. Im Prinzip
versuche ich halt immer die Infrastruktur für alles irgendwie bereitzustellen, dass andere cooles Zeug machen können und dann sich entfalten können und wir eine gute Zeit haben. Das ist so gut. Das ist gut. Du stellst das Zeug zusammen, dass andere sich entfalten können. Das ist gut formuliert, glaube ich. Genau. Jemand sagte ganz früher ja auch, das ist die Mutter aller Hörertreffen. Gilt das noch? Ja, also ich weiß, dass es wird immer ein bisschen, also Hörer und Hörerinnen sind da immer ein bisschen zurückhaltend, weil sie dann auch immer sagen, das sind ja nur Podcaster und Podcasterinnen oder geht es dann nur um Technik und so. Aber ich weiß nicht, vielleicht kannst du dazu, Kirsten, auch gleich ein bisschen ausholen. Aber ich finde, es gehört auch dazu und vor allem, das ist ja auch eine Gelegenheit, dann mit den entsprechenden Macher und Macherinnen in Kontakt zu treten. Und was auch sehr häufig dann passiert, dass man dann seinen eigenen Podcast startet. Ja gut, irgendwie eine Antenne, um im Bild zu bleiben, zu dieser Welt, dieser Podcast-Welt, zu der Produzentinnen- und Hörerinnen-Welt, muss es ja schon geben, sonst hat man wahrscheinlich keinerlei Kontakt. Also gut, wir haben vor 2 Jahren, glaube ich, mal Siebdruck gehabt, ne, und Brotbacken und so weiter gab es letztes Jahr auch. Das heißt, man kann auch aus ganz anderen Ecken kommen, aber ich glaube, das Zentrale und das Verbindende ist ja schon irgendwie dieses Audio, das Spiel mit dem Audio. Kirsten, wie war das bei dir? Was ist dein Anknüpfungspunkt, dich für Podstock interessiert zu haben und auch noch immer zu interessieren, wie wir ja gerade merken? Mhm. Ja, also ich habe letztes Jahr teilgenommen am Offline-Podstock und ein Anlass war auf jeden Fall Hörerinnen-Treffen, keine Frage. Aha. Denn gut Teil der teilnehmenden Podcaster kannte ich auch, vom Hören natürlich die meisten. Aber ich hatte auch Lust, mich einzubringen und habe tatsächlich auch was nicht so Podcast-Spezifisches mitgebracht. Und mein Mann und ich haben eine Session angeboten, in der man Brettspiele spielen konnte, die wir mitgebracht hatten. Das war eine bunte Mischung und da haben sich auch ein paar Teilnehmer gefunden. Das fand ich cool. Und ja, dann Hörerinnen-Treffen natürlich. Dann war ich auch da als Gästin tätig und hatte meinen Spaß auf der Bühne, hatte meinen Spaß auch vor der Bühne. Ich habe ein paar Sachen angesagt und ich hatte tatsächlich ja meine Familie mitgebracht, meinen Mann und meine 2 Kinder. Und die hatten auch Spaß und das war eben auch so ein Effekt, den ich immer wieder auch bei anderen Hörertreffen schon festgestellt habe. Man ist sofort zu Hause, man fühlt sich sofort willkommen, alle nehmen einen so, wie man ist. Und jeder wird irgendwo eingebunden. Das ist die ziemlich perfekte Beschreibung, glaube ich, von dem, was Sebastian da eigentlich erreichen möchte, oder Sebastian? Ja, also ich versuche da auch gar nicht wirklich, es ist schwer in Worte zu kleiden und wie gesagt, es gibt halt so viele Aspekte, die man, wo jeder und jede Person sich so seinen Teil auch raussuchen kann, ob das jetzt an der Bühnentechnik ist oder halt ganz andere Bereiche und natürlich hat auch jede Person, die podcastet, auch irgendwo Hobbys und die dann auch zum Beispiel dort mal vorzustellen oder darüber zu reden, ist natürlich auch eine gute Gelegenheit. Und so hat sich das dann auch mit den verschiedenen Formaten und vor allem auch Workshops entwickelt, die sich dann nicht nur an Podcast-Technik oder sowas orientieren, sondern halt auch ganz andere Aspekte mal beleuchten. Auch vielleicht auch politische Themen oder sowas. Also da ist jetzt wirklich eigentlich nichts großartig vorgegeben, außer dass man sich halt an unseren gemeinsamen Code of Conduct hält und niemanden beleidigt oder sowas. Ansonsten ist so ziemlich alles möglich. Im Unperfekthaus in Essen, da hängt ein schönes Schild, hier ist alles erlaubt, was kreativ und legal ist oder irgendwie sowas. Das habe ich irgendwann damals mal mitgenommen, weil die machten tatsächlich eine klare Grenze. Also legal muss es schon sein, aber ansonsten kannst du hier machen, was du willst. Und das ist, glaube ich, auch so eine Linie, ne? Also Illegales würde nicht unterstützt, aber sobald du was Legales machst, dann ist es thematisch eigentlich völlig frei. Richtig, genau. Wie bist du denn
Kirsten, überhaupt in dieses Podcast-Universum eingetaucht? Also wann hast du den ersten Kontakt zu solchen Sachen gehabt? Kannst du dich noch erinnern? Ja, das war so, ja, muss so ungefähr 2015, vielleicht 14, ganz genau weiß ich es nicht mehr gewesen sein. Da hatte ich die Bücher über das verschwundene Mittelalter entdeckt von dem Heribert Illich. Und daraufhin hatte mir mein Mann einen Podcast rausgerückt, so nach dem Motto, hör den mal. Und das war dann Hoxilla. Und mit Hoxilla hat alles angefangen. Und da habe ich mich dann durch deren kompletten Backkatalog gehört und bin dann über das, was die zwischendurch erwähnt haben, an Empfehlungen, bin ich dann auf andere Podcasts gestoßen und das war ein ganz klassischer Selbstläufer. Ich glaube, das geht fast jeder Hörerin so. Man fängt mit einem an und kriegt dann hier einen Tipp und da einen Tipp und hört mal rein und dann sagen die da wieder was anderes und zack. Ne? Ich glaube, als nächstes war ich dann im Vrindt-Universum und von da aus ist es ja ein riesiges Weitergehen. Ja, zu welchen Gelegenheiten kannst du hören? Beziehungsweise wann bist du in der Stimmung, sowas zu hören? Ganz vielfältig, auch ganz breit gefächert, sehr viel bei der Hausarbeit, also ich sag mal Wäsche waschen, im Garten was aufräumen, Küche, das sind so die ganz klassischen Sachen und ansonsten so Handy-Daddel-Spiele, da kann man sehr gut parallel Podcast hören, auch wenn man mal nicht gleichzeitig pendelt und ja, so in die Richtung. Pendeln ist im Moment weniger, aber das ist auch sehr klassisch bei mir. Aber wegen Corona jetzt oder ja, genau. wegen anderer ja. Dinge? Okay. Nee, wegen Corona. Du bist also von denen die betroffen, die jetzt Kurzarbeit machen müssen? Oder nee, was? Zum Glück nicht. Ich bin in der Luxussituation, dass ich meinen Arbeitsplatz einfach nach Hause verlagern konnte und deshalb sonst nichts davon merke. Ah, Homeoffice. Genau. Darf ich fragen, was du beruflich machst? Programmieren. Ach, guck mal. Entwicklerin heißt das doch heute, oder? Ja. Ja, kann man so auch nennen, ja. Was programmierst du denn? Wir programmieren ein Verwaltungsprogramm für die Justiz im Auftrag der Landesverwaltung Nordrhein-Westfalen. Ich dachte, die hätten da noch Papierakten. Haben sie auch und sind jetzt so auf dem Weg zur E-Akte, aber ich spreche auch von dem Verwaltungsprogramm, das hat ja weniger mit der E-Akte zu tun. Man hat auch früher immerhin schon mal eine E-Mail geschrieben oder Dokumente am Rechner gemacht, das machen die schon eine Weile. Ja, aber da, Moment, baust du da jetzt sowas wie so ein Office-System nach oder so, dass man da jetzt Briefe schreiben kann? Oder? Ja, halb. Also tatsächlich sind wir mit so einem Textsystem da zugange, aber es ist natürlich nicht alles bei uns und wir machen das auch in zweiter Hand sozusagen. Also es hat vorher eine andere Firma gemacht, aber wir sind jetzt auch schon, wenn ich so drüber nachdenke, 15 Jahre dabei, also ist schon eine ganze Weile. Ist das eine besondere Klientel, weil die sich ja vielleicht nicht so auf die Standardanwendungen so stützen möchte? Stichwort Microsoft und Justiz und Vertraulichkeit und so weiter. Also diese ganzen Datenschutz- und Sicherheitsaspekte, sind die da besonders im Vordergrund? Ich glaube, die sind nicht besonders empfindlich. Das ist tatsächlich bei uns in der Firma eigentlich bei allen Anwendungen, die gemacht werden, Standard, dass auf Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Sicherheit geachtet wird. Ne? Da kann man nicht speziell für die Justiz jetzt irgendwie was herausheben. Ja, ich hatte jetzt auch so gedacht, dass sowas wie Ausspähung von, wenn man jetzt beispielsweise ein Microsoft-Produkt einsetzt und wir haben ja gerade dieses EU-US-Privacy Shield, dieses Kappen da gesehen, wo eben das Argument ist, es ist nicht auszuschließen, dass amerikanische Geheimdienste dann eben über die amerikanischen Anbieter, die in Europa tätig werden, dann doch Zugriff auf Daten nehmen kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Justiz dann nochmal besonders vorsichtig ist, weil ihre Daten möglicherweise ja nochmal einer besonderen Verschwiegenheit unterliegen. Also. Ja, also da
ist natürlich, oberstes Gebot ist natürlich schon, dass keine Cloud-Anwendungen zur Anwendung kommen. Aber ansonsten wüsste ich eigentlich nicht. Also wir haben in der Landesverwaltung schon auch ganz generell noch Microsoft im Einsatz. Deshalb kann man da nicht sagen, dass das jetzt so spezifisch auf der Liste stünde. Aber seit 15 Jahren seid ihr da in dem Business tätig und das ernährt euch gut. Ja, ja. Das funktioniert gut. Da kann man nichts sagen. Ja. Ich stecke da jetzt in den Verhandlungen nicht so drin, ne? Aber ich sehe das als einen angenehm sicheren Arbeitsplatz. Mhm. Wie ist dein Weg dahin gewesen? Hast du irgendwie Informatik studiert oder hast du diesen, wie nennt man das heute? Da gibt es doch auch so Ausbildungsberufe Quereinsteiger? Ich habe tatsächlich Mathe studiert, habe das dann ohne Abschluss abgebrochen und bin dann auf ein paar Umwegen über die Qualitätssicherung bei der Landesverwaltung gelandet und das ist jetzt eigentlich ganz gut. Lustigerweise, Studium ist ja für Entwicklerinnen. Also, ja, okay, fast Standard, ich sehe es ein. Nach dem, was ich bei Tim Pritlove gelernt habe, ist das ja eigentlich sozusagen das Normale. Also wenn da jemand mit einem fertigen Diplom ankommt, dann wird er schon immer argwöhnisch beobachtet. Die jüngeren Kollegen haben eigentlich alle mindestens einen Bachelor. Das kann man eigentlich schon sagen. Okay, macht das denn nach wie vor Spaß so entwickeln? Also ich bin ja immer wieder fasziniert, wenn Sebastian so erzählt oder wenn ich auch von Lars so Erzählungen bekomme oder auch wenn Claudia so erzählt, was sie so machen. Also immer wieder sich auf neue Sachen einstellen. Du hast dich gerade in irgendeiner Welt so ein bisschen eingefunden, dann fängt dann plötzlich ein neues Programm, eine neue Sprache an. Ich glaube, du fragst die Falsche. Ich bin seit 15 Jahren in demselben Projekt. Okay. Und du programmierst also darüber kann ich mich sicher nicht beschweren. Oder was? Nee, nicht ganz Visual Basic. auch gut, okay. Aber immerhin .NET. Okay, da brauchst du dich nicht dauernd umzugewöhnen. Das ist gut. Und kannst du denn beim Programmieren auch Podcasts hören? Bist du bei einer der Glücklichen? Glücklichen? Nee, geht nicht. Nee, also ab und zu, wenn ich sowas ganz, ich nenne es, ja, wie soll man sagen, langweilig, stimmt nicht, aber was Gleichmäßiges mache, wenn ich irgendwie eine Sache ein paar Mal hintereinander machen muss oder so, dann kann ich da schon mal was nebenher laufen lassen. Aber das hängt dann auch ein bisschen vom Podcast ab. Es gibt ja manchmal so Labersachen, da ist auch egal, wenn man mal ein paar Minuten nicht hingehört hat. Das kann ich dann schon mal nebenher hören, aber meistens nicht. Ja, das gibt da so unterschiedliche Menschen, glaube ich. Die einen können das besser, die anderen schlechter. Sebastian, du kannst das, glaube ich, ne? Du kannst nebenbei Podcasts hören und trotzdem entwickeln. Nein. Nein? Ich bin auch immer wieder beeindruckt, wenn andere das können. Also es lenkt mich zu sehr ab. Also ich brauche da schon mehr Konzentration. Also das Einzige, was geht, ist halt so seichte Hintergrundmusik oder sowas, aber auch ohne Text. Das ist das Maximum, was ich hören könnte. Das mache ich dann, wenn ich mal irgendwie wirklich, keine Ahnung, laute Umgebung bin oder sowas, mit Noise Cancellation, Kopfhörern und also Sprache geht bei mir leider nicht. Das mache ich dann eher beim, keine Ahnung, beim Laufen, beim Spazierengehen oder sowas. Da sind eher so die Möglichkeiten, wo ich Podcasts dann höre. Ja, ich kann das auch nicht. Also das nimmt sofort und gerade das Audio, gerade das gesprochene Wort nimmt meine Aufmerksamkeit immer sehr, sehr schnell an. Also wenn ich lese und gleichzeitig was höre, gewinnt immer das Ohr. Das ist schon faszinierend irgendwie, weil es gibt auch Menschen, bei denen gewinnt immer das Auge. Die kannst du ja dann ansprechen, während sie was lesen. Die kriegen einfach nicht mit, dass sie angesprochen werden. Das scheint auch so eine Typfrage zu sein. Claudia, was bist du für ein Typ? Einer, der die Mute-Taste erstmal finden muss. Tatsächlich auch hören und also da bin ich ganz auch bei dir. Und ich kann auch nicht schreiben oder sowas mit Musik an. Ich höre auch zu Hause so gut wie nie über Lautsprecher Musik tatsächlich, sondern wenn, meistens über Kopfhörer.
Und wenn ich irgendwo Musik anhabe zum Schreiben, dann auch nur ohne Text. Also das hat für Sachbuch klappt das ganz gut. Da habe ich auch eine Playlist, mit der das ganz gut geht, die mich auch quasi so sofort dann halt in Arbeitsmodus bringt. Für Roman ist das Ganze ein bisschen kniffliger. Das, da muss das dann irgendwie teilweise auch einfach so ein bisschen zu der Stimmung passen und so weiter. Also wenn ich da halt gerade irgendwie eine traurige Szene habe und dann hätte ich halt irgendwie so eine relativ fröhliche Musik, wird das halt irgendwie auch gerade nicht passen. Da bin ich halt immer noch ein bisschen am Rumexperimentieren, ja. Das war übrigens nur kurze Anekdote am Rande, da, wo ich vor einer Weile vom Zahnarzt kam und scheußlich dann hinterher Zahnweh hatte und mir eine Tablette eingeworfen habe und eigentlich schlafen gehen wollte. Und der Fellow Nerd hatte dann Musik auf Lautsprecher an und es kam dann ein Lied, das bei mir in der Arbeitsplaylist war. Und ich war so eigentlich so bei sofort, ich muss jetzt gerade einen Sachtext schreiben, während ich eigentlich gerade nur schlafen und ins Bett wollte. Das war ziemlich gemein. Ja. Das ist nicht gut, nee. Hört, also ich habe in der Zeit, als ich hier Homeoffice gemacht habe, habe ich schon gemerkt, dass mir so ein bisschen Hintergrundgeräusch durchaus hilft, mich auf meine Sachen zu konzentrieren. Also jetzt keine, nichts, wo ich mich drauf fokussieren müsste, sondern einfach nur, ja, Lärm, wenn man so will. Und ich habe gefunden im Internet eine russische Firma, die Baggerschaufeln herstellt. Hatte ich das schon mal erzählt? Ich weiß gar nicht. Die haben irgendwann mal anscheinend gesagt, ach, schicken wir doch mal irgendwelche Leute mit einer Kamera durch die Werkshalle und dann filmen wir da, wie die Leute Baggerschaufeln zusammenschweißen. Und das ist quasi Werbung für unsere Firma, weil man ja das schön sehen kann, wie akkurat die da so arbeiten. Und diese Werkshallenatmosphäre, die da beschrieben wurde oder zu hören war, die hat mir total geholfen, selber in so einen in so einen Arbeitsmodus reinzukommen. Also das war wirklich für mich so eine kleine Rettung irgendwie. Dann konnte ich hier Leuten beim Schweißen und was weiß ich, was sie da gemacht haben, Blechbiegen und so weiter, zuhören, hatte meine Geräuschkulisse und konnte mich wunderbar auf meine Arbeit konzentrieren. Großartig. Aber wir lassen uns noch ein bisschen beim Podstock bleiben, was man nämlich da so machen kann. Die Kirsten hat ja gerade schon gesagt, sie hat auch letztes Jahr was angeboten. Das braucht ja immer so ein bisschen Mut, gerade wenn man zum ersten Mal irgendwo hingeht, zu sagen, okay, ich nehme diese Idee der Teilgeberin wahr, also ich bringe auch eine Idee ein und biete mal was an. Was hat dir diesen Mut gegeben? Ich fand es schön, den Barcamp-Gedanken auch so ein bisschen mitzuleben. Und ich war ganz froh, dass mein Mann sich bereit erklärt hat, mich da auch zu unterstützen. Der ist von uns beiden noch der intensivere Brettspieler. Und ich habe dann aber schon halt vorher auch Spaß gehabt, so das Line-up in Anführungszeichen mir rauszusuchen, welche Spiele nehmen wir mit, was kann man anbieten, was lässt sich gut relativ schnell erklären und ist nicht so aufwendig. Doch, das war dann am Ende ein sehr schönes Projekt, was ich gerne gemacht habe. Wie war der Zulauf? Gut, ja. Wie viele Leute haben dann gesagt, ja, ich mache mit? Es war so 10 Leute ungefähr. Waren dann 2 Gruppen, die hinterher gespielt haben. Eine 4er- und eine 6er-Gruppe. War ganz gut. Das ist ja prima. Also hat dein Mann dich so ein bisschen angeschoben? Nee, ich habe ihn gefragt, ob er mich unterstützt, halt auch, damit man nicht nur alleine da ist, um Sachen zu erklären zum Beispiel. Dann ist halt noch jemand da, der ein Spiel erklären kann und dafür habe ich ihn sozusagen mitgenommen und engagiert. Super. Guter Mann, guter Mann. Er ist der Erklärbär bei uns in der Familie. Wie ist es, also wie hast du das denn eigentlich erfahren, dass man diese Möglichkeit hat, Podstock? Letztes Jahr hat ja Sebastian auch so eine ganze Reihe von Podcast-Episoden gemacht, um Podstock zu erklären. Dieses Jahr gab es ein paar weniger. War das sozusagen das, was dir die Veranstaltung näher gebracht hat? Oder wie hast du dir im Vorfeld ein Bild machen können? Nee, tatsächlich hatte ich in verschiedenen Podcasts, die ich höre, halt über das Podstock gehört,
wahrscheinlich schon auch im Jahr davor über die Leute, die dann da waren und eben auch begeistert waren. Und die haben halt dann auch wieder erzählt, ja, dieses Jahr und wir sind auch wieder da beim Podstock. Und natürlich eben dieser Hintergedanke mit dem Hörerinnen-Treffen ist natürlich immer drin. Und ich glaube, das war der Anlass, mir das mal näher anzugucken. Und dann habe ich tatsächlich den Podcast über das Podstock erst entdeckt, als ich geguckt habe, wann ich mich anmelden kann. Und dann so, oh, da gibt es irgendwie dann einen Termin und wie kriege ich den denn am besten mit? Und ah ja, da gibt es einen Podcast, sehr gut. Und da hilft natürlich der Podcatcher dann. Ja, das ist der Podcatcher für deinen Freund. Welchen benutzt du dann? Immer auf dem neuesten Stand ist. Ich benutze den Beyond Pod. Aha. Das ist ein amerikanisches Produkt, hat seine Vor- und Nachteile. Der Vorteil war halt, das war der erste, den mir mein Mann damals gezeigt hat und an den ich mich dann gewöhnt habe. Der Nachteil ist in Anführungsstrichen, dass man zum Beispiel keine Kapitelmarken springen kann, was mich aber bis jetzt noch nicht so gestört hat. Wenn ich irgendwas ganz dringend überspringen will, dann gucke ich mal kurz in die Shownotes, dann steht da in der Regel irgendein Time-Marker drin und dann hüpfe ich dahin. Okay, zu Thema Brettspiele gibt es ja auch mehrere Podcast-Angebote. Hast du da das welche stimmt. im Podcatcher? Ich habe ein bisschen was im Podcatcher, ja. Das Brett vorm Pod zum Beispiel. Schöner Titel. Die sitzen ja auch im Düsseldorf, das ist ganz hübsch. Die Podcaster. Und ich weiß gerade gar nicht. Nee, ich glaube, die anderen habe ich so. Ich habe so mehrere Kategorien von Podcasts, also die, die man sofort hört, die, die man hört, wenn gerade nichts anderes da ist. Und dann habe ich noch so einen dritten Ordner, in dem die neuen Podcasts sind, die ich gerade erst in die Playlist reingenommen habe und oder in den Podcatcher. Und tatsächlich sind die meisten dieser Brettspiel-Podcasts mehr so in den, na, wenn man nichts anderes da ist. Und dann gucke ich mal, welches Thema die gerade haben. Und manchmal höre ich rein und manchmal nicht. Das ist, nee, so ganz regelmäßig höre ich die nicht. Okay, hast du denn so Podcasts, wo, wenn da eine Episode rauskommt, die immer ganz oben stehen, also die nicht warten können, sondern das musst du sofort hören? Ja. Mincorrect steht sehr weit oben immer und bis vor kurzem der Aufwachen-Podcast auch noch, der jetzt so ein bisschen rausgerutscht ist. Und dann habe ich noch so ein paar, die halt bei den täglichen Podcasts so dabei sind. Das Zeit, was jetzt höre ich zum Beispiel, das ist so, ist ja fast ein Nachrichten-Podcast, kann man sagen. Den englischen The Daily von der New York Times. So, das sind so dann die, die relativ schnell weit oben landen. Und ja, meistens höre ich dann doch so viele Podcasts, dass die frisch reinkommen, auch relativ schnell gehört werden alle. Kommst du noch nach oder hast du auch schon so irgendwie so 50 Stunden im Archiv, die du eigentlich noch hören müsstest, aber die Zeit reicht einfach nie? Da bin ich tatsächlich entspannt. Also wenn ich halt was habe, wo ich denke, nö, ist jetzt so dringend nicht. Oder wenn es halt was ganz Aktuelles ist, ich sag mal, Aufwachen-Podcast bin ich so bei 250 rum eingestiegen, so bei der 250. Folge. Da habe ich die alten nicht nachgehört und die lege ich mir auch nicht auf Halde, weil das ist einfach so sehr nicht mehr in der Zeit, das habe ich mir da gespart. Aber zum Beispiel bei Mincorrect bin ich so, ja, da gab es schon so 30, 40, 50 Folgen, als ich angefangen habe. Und die habe ich tatsächlich nachgehört, weil die ja auch schon weniger zeitgebunden sind einfach. Ne? Die würde ich schon so unter den zeitlosen Podcasts einsortieren, die man auch deutlich noch nachhören kann. Ja, über Kohlenstoff kann man auch in 2000 Jahren noch reden, das stimmt. Allerdings. Es hält eine Weile. Ja.
Ja gut, aber dann, wir haben ja eingangs gesagt, dass du so eine, so beide Welten so ein bisschen abdeckst, also sowohl die Hörende, Hörende bist, als aber auch die Machende bist, also und du hast dir da diese doch für dich komfortable Welt der Podcast-Gästin gebaut. Wo und wie hast du dich einladen lassen und was in deine, ja, wo in, was interessiert dich? Also tatsächlich ist das bei dem ersten Hörerinnen-Treffen so ein bisschen von alleine passiert. Da bin ich bei Hit Miss Germany gelandet. Der ist jetzt nicht mega bekannt und der ist seit 2016 auch eingestellt, weil die keine Zeit mehr hatten. Aber da war dann ein Hörertreffen in Leverkusen und das ist hier von Düsseldorf jetzt nicht so arg weit weg. Und da habe ich mir gedacht, ach komm, das hört sich doch immer total nett an, da fährst du jetzt mal hin. Und da war ich, glaube ich, die einzige Hörerin zwischen 6-7 Podcastern. Oh, okay. Das war halt einfach total lustig und super entspannt. Und da habe ich halt auch den Johannes Wolf kennengelernt, der auch beim Podstock mitmacht. Und eben auch bei dem Podcamp in Essen. Das war dann auch ein anderes Treffen, wo ich dann auch schon mal das Barcamp kennengelernt habe. Und ja. Und da bin ich dann über die Podcasts vom Johannes, bin ich dann so ein bisschen an Puerto Partida natürlich geraten und war da so als das erste Mal als Sprechende mit an Bord und habe halt mitgespielt. Und dieses Mitspielen, das ist auch immer noch das, wo ich am liebsten Gästin bin, sag ich mal. Du hast überhaupt keine Mikrofonscheu, scheint mir. Du sprichst jetzt heute und auch so locker und flockig in diese doch recht artifizielle Situation hinein, in die ich mich erstmal langsam reingewöhnen musste. Du bist da leicht im Umgang mit dem Mikrofon? Ja, also ich weiß nicht, ob es damit was zu tun hat, aber wir machen zum Beispiel auch Rollenspielrunden übers Netz, wo wir uns meistens nicht sehen. Da machen wir selten ein Video an, sondern haben halt nur einen Bildschirm, wo präsentiert wird, eben zum Beispiel eine Dungeon-Karte, ganz klassisch oder was Ähnliches. Ne? Und da reden wir halt auch über Discord da in dem Fall. Und das ist halt dann so ein bisschen so ähnlich. Man kennt sich, aber man sieht sich gerade nicht und es klappt trotzdem irgendwie. Ja, und ansonsten denke ich mir halt einfach, ja, ist so ähnlich wie die Leute, die die Podcasts einsprechen halt, ne? Die sprechen halt auch erstmal in Mikrofone oder in Bildschirme in diesem Fall und dann hört es irgendwer. Und ich finde die Idee einfach lustig und hab Spaß daran, mich mit anderen zu unterhalten. Das ist super. Auf diese merkwürdige Einbahnstraßenart und Weise. Aber es kommt ja auch immer was zurück. Es kommt auf jeden Fall was zurück. Puerto Partida, gut, auch ein wunderschönes Projekt, was leider schon nicht mehr existent ist. Was war deine Rolle da? Was hast du denn da genau gemacht? Ich bin als Christenflorista auf die Insel gekommen, nachdem ich bestanden hatte. Man musste da ja immer so eine kleine Spielrunde bestehen, damit man Bewohner der Insel werden durfte. Und ich bin dann die Gärtnerin Christenflorista gewesen. Da passt du ja wie die Faust aufs Auge in Sendegarten. Aber könntest du hier mal die Blümchen mal ein bisschen richten? Und heute hat meine Zucchini-Pflanze die erste Blüte. Ach, wie schön. Das ist aber lieb. Noch doppelt rein, ja. Anmerkung, der Chat würde die Gästin dann da bitte gerne für einen Rollenspiel-Podcast einkassieren. Vielleicht einfach nach der Sendung beim Herrn Zweikatz melden. Liebe Grüße. Okay. Darf mir auch gerne in meinen Podstock eine Nachricht schicken. Geht auch immer. Herr Zweikatz, Sie haben das gehört. Sie dürfen die Gästin anschreiben. Dafür gibt es aber ja mal. Aber ich versuche auch dran zu denken. So habe ich ja auch Kontakt aufgenommen. Denn es ist gar nicht so einfach, an irgendeine Kontaktadresse von dir zu kommen. Also da war ich ganz froh, dass das jetzt über meinen Podstock so funktioniert hat. Machst du das absichtlich? Hältst du dich ein bisschen zurück? Nö, absichtlich eigentlich nicht. Tatsächlich hatte ich letztes Jahr auf der Subscribe in Köln, gab es das Podcasterinnen.org,
als Vorstellung. Und da war ich auch diejenige, die gefragt hat, und wann gibt es podcastgästinnen.org? Aber das ist leider noch nicht umgesetzt. Naja, jetzt kann man natürlich sagen, los, mach doch. Aber ich wollte gerade sagen, du hast doch die Fähigkeiten. Diese inhärente Faulheit kommt da wieder durch, ne? Die ich am Anfang schon angesprochen habe. Wobei ja heute im Opening auch die Rede davon war, dass die Inkubationszeit für einen eigenen Podcast beim Podstock irgendwas so zwischen 2 und 5 Wochen wohl sind. Also ja, du hast da halt ich mich bisher also noch gehalten. Okay, ich noch. Bin Schnitt. Der Fellow Nerd übrigens auch. Also, aber ich glaube, das ist dann das gallische Dorf. Genau. Ich finde das ja total geschickt von Kirsten zu sagen, ich möchte ab und zu mal im Mikrofon reden, aber dieses ganze Drumherum, sich um ein Feed kümmern oder sich Podcast, hier Webseite und so, ne? Ausdenken, ne? Die Episode noch so ein bisschen aufhübschen mit einem Bild und so ein bisschen Text drumherum oder so, das will ich alles gar nicht. Ich rede ab und zu mal so mit, da freuen sich die Leute ja auch, wenn jemand mal vorbeikommt, so wie wir uns heute über dich freuen, aber ich habe ansonsten damit nicht viel zu tun. Ich habe hinter eine schöne Liste, wo ich überall gewesen bin. Man kann auch sagen, hier, das ist mein Podcast-Werk. Es ist halt überall bei anderen Leuten untergebracht. Super. Da habe ich tatsächlich so eine kleine kuratierte Liste im Feed und da schreibe ich mir dann immer auf, wo ich gewesen bin. Ist das super. Ich finde das ausgesprochen schlau. Da brauchst du keine eigene, kein eigenes Angebot. Ich hätte das mal machen aber das sollen. Aber das mit Podcast, mit podcastgästinnen.de und das als Visual Basic Projekt, ich fände das klasse. Visual Basic und online, das verträgt sich, glaube ich, gar nicht gut. Ja eben, da das wäre ja mal neu. So PSP oder so. Nee, da würde ich, glaube ich, dann auch meinen Mann engagieren, der hat da mehr Erfahrung. Ist es ein Herzensprojekt? Nein, es ist ein Schmerzensprojekt. Vermutlich. Entschuldigung, ich hab einen sehr unguten Hang zu schlechten Wortspielen. Das bricht manchmal so aus mir heraus. Passt schon. Passt schon, ist schon okay. Du hast deine Kinder mitgebracht. Das ist der Moment, wo ich dann in der U-Bahn sehr herzlich lachen muss manchmal und wo die Leute komisch gucken. Aber komisch gucken tun sie ja im Moment alle, deshalb ist das wurscht. wenn du in der U-Bahn oder in der Bahn sitzt und jemand im Podcast dann irgendwas Lustiges erzählt, meinst du? Richtig. Und dazu gehören auch flache Wortspiele, da kann ich auch schon manchmal sehr drüber lachen. Aber hast du auch schon die Erfahrung gemacht, dass manchmal, wenn man so aus sich heraus lacht und durch Zufall dann jemanden anguckt, ohne dass man das jetzt großartig gewollt hätte oder so, dass die Person manchmal anfängt zurückzulachen? Ja, eigentlich sehr häufig. Das ist eigentlich ein Garant für gute Laune, wenn man auch mal jemanden anlacht. Mir ist das schon 2-3 Mal so passiert, dass ich wirklich gedacht habe, ich lache ja nicht über, also wir lachen ja nicht über dasselbe, aber allein die Tatsache, dass ich jetzt Fröhlichkeit aussende, erzeugt beim Gegenüber auch Fröhlichkeit und ja, ganz genau, ja. Und da habe ich gedacht, warum macht man das nicht viel öfter? Also ich neige auch dazu, eher so ein bisschen missmutig immer durch die Gegend zu stapfen. Diese Erfahrung hat mir dann aber so ein bisschen gezeigt, ja, warum eigentlich? Also lach doch deine Umgebung mehr an, vielleicht lacht sie dich dann auch mal zurück an. Genau. Also das kann ich nur unterstützen. Komisch, warum fällt uns das denn so schwer? Meistens hat man keinen Anlass zum Lachen, glaube ich. Das ist das. Und dadurch, dass dann der Podcast auf meinen Ohren mir irgendwie einen Anlass bietet, ne, ist das auch schon mal ganz schön. Das stimmt. Aber gut, ich habe gerade schon gefragt, du hattest deine Kinder mitgebracht zum Podstock. Mhm. Und das ist ja auch immer wieder auch in der Vorphase von solchen Wochenendereignissen. Ich weiß, das ist eine häufige Frage, die auch bei Sebastian und beim Orga-Komitee ankommt. Kann ich meine Kinder mitbringen? Funktioniert das denn da? Sind auch andere Kinder da? Ist es langweilig oder so? Mhm. Kannst du so ein bisschen erzählen, welche Erfahrungen deine Kinder dir hinterher geschildert haben
ob es Ihnen gefallen hat? Also ich kann dir erzählen, was meine Erfahrung war. Wir waren ja ungefähr so auf den letzten 100 Metern und die Kinder waren so nach dem Motto, oh, wer weiß, ist bestimmt alles total öde, da sind bestimmt keine anderen Kinder. Und ich so, jetzt wartet es doch erstmal ab. Und kaum waren wir ausgestiegen, waren sie weg und ich musste sie 3 Tage suchen, um sie überhaupt wieder bis nach Hause zu kriegen. Also so entspannt ist das da, was Kinder angeht. Das klingt natürlich gut. Ja, und trotzdem, also das dass da offenes Feuer ist und so. Ja, völlig egal. Also da achtet jeder auf jeden und so klein sind meine jetzt auch nicht mehr. Aber auch dann, also auch kleinere Kinder würden da nicht allein gelassen. Und nee, also das war wirklich eine sehr, sehr schöne Erfahrung und ganz problemlos. Und für deinen Mann, der ja jetzt mit dem Podcast, so wie ich es gehört habe, noch nicht so eng ist? Ja, der hört auch Podcasts, aber mehr so in die Brettspiel- und Spielrichtung, halt auch Videospiele, Rollenspiele, so, ne, aber auch breit gefächert auch. Und der ist halt nicht so in diesem, ja, hier zu irgendwelchen Hörertreffen fahren und so. Und nachdem ich ihn dann vor 2 Jahren oder so schon mal mit nach Methodisch Inkorrekt geschleppt hatte in einen der Live-Podcasts, beziehungsweise in die Bühnenshow, hat er mich dann immerhin letztes Jahr auch mal zum The Pod mitgeschleppt und war dann auch auf den Geschmack gekommen, dass man sich das ja auch mal live angucken kann. Also insofern, nö, der hat das ganz locker genommen und hatte auch Spaß. Prima. Kannst du dir denn vorstellen, dass dieses Online-Remote-Podstock in irgendeiner Weise das ein bisschen widerspiegeln kann, was dieses Wochenendereignis vor Ort eigentlich auslöst? Glaubst du, das ist ein guter Ersatz? Es ist ein Ersatz. Ein guter, ja, es ist kein vollwertiger Ersatz, sagen wir so. Es ist schon ein guter Ersatz unter den gegebenen Umständen, aber vollwertig ist es nicht. Ne? Also es macht halt schon einen Unterschied, dass man eben dann da eben ganz frei seine Grüppchen wechselt und irgendwie nur so mit dem halben Ohr mitkriegt, da hinten macht irgendwer was Interessantes und dann geht man da hin und macht mit und guckt einfach zu. Und da gibt es einfach, das Angebot ist einfach viel niedrigschwelliger. Ne? Weil du musst halt hier dann doch gucken, gibt es ein Lagerfeuer dazu, gibt es eine offene Session, wo man halt was sagen kann oder eben nicht und. Es ist halt ein bisschen anders schon. Ja. Ist nicht das ganz dasselbe. Wir verlieren uns halt nicht aus den Augen. Ich glaube, das ist der Vorteil. Ne? Also ich habe das gerade gemerkt, ich kam hier heran und habe einfach mal so mich in das nächstbeste Lagerfeuer, was da war, eingeschaltet und dann habe ich sofort bekannte Gesichter gesehen und wurde auch gleich angesprochen und so. Also es fühlte sich schon erstaunlich heimelig an, muss ich sagen. Da war ich doch persönlich ein bisschen überrascht, dass das dann doch so eine Sogwirkung hatte. Klar, es ist nicht dasselbe, als wenn man irgendwo auf der Wiese steht oder was weiß ich, von der Kaffeebar zum Kuchentheke und wieder oder zurück. Oder im Schlafsaal über irgend so eine Wurst im Schlafsack stolpert. Das ist einfach gut. Das habe ich als Hotelschläfer sowieso nicht, aber gut. Ja, und natürlich auch der Geruch fehlt. Also sowohl der aus dem Schlafsaal als auch der aus der Küche. Ja, genau. Ja, das gemeinsame Kochen und so, das ist auch was, glaube ich, was so ein bisschen fehlt. Ne? Also dieses gemeinsame Kochen und Essen, das ist einfach nochmal so ein netter Link, wo man einfach morgens beim Frühstück schon Leute trifft, die man nur aus den Ohren kennt manchmal und dann so, oh, dich kenne ich. Moment, du machst, mir fällt's gleich ein. Und dann muss man die Stimme immer erst zuordnen. Und manchmal fällt mir das schwer, weil ich halt doch relativ viele Podcasts in der Playlist habe. Und wenn das dann jemand ist, den ich zwar kenne, aber dann so, wie hieß der Podcast nochmal? Das dauert dann manchmal. Aber ja, man findet sie alle und es ist immer wieder schön. Ja, das klingt wie eine Liebeserklärung an das, was Sebastian sich da ausgedacht hat oder pflegt. Ausgedacht haben sich ja eigentlich andere, aber er hat es ja irgendwann mal übernommen und ist jetzt sozusagen der Einlader, der Host von allem. Wie kommst du mit der Liebeserklärung klar, Sebastian?
Doch, sehr gut. Das freut mich natürlich, wenn das so wahrgenommen oder aufgenommen wird. Und klar, was mir auch sehr stark aufgefallen ist jetzt am Remote Podstock, ist tatsächlich dieses, alle sind an einem Ort und niemand und alle sind da, also präsent. Das fehlt natürlich jetzt bei so einer Remote-Veranstaltung, weil die einen arbeiten dann noch nebenbei und können dann nur mit einem halben Ohr zuhören und ne, also oder sind wieder auf den Sprung. Und das hat man beim Vorort-Podstock halt dann nicht, weil dann ist man wirklich da gebunden an dem Ort und dann hat man da tatsächlich auch die Zeit und kann sich dann auch viel intensiver drauf einlassen. Das fällt mir dann auf und ja. Ansonsten, ich mache es ja auch nicht alleine. Ich meine, das Orga-Team ist ja viel größer und deswegen, die freut das aber sicherlich auch, dass das so angenommen wird und dafür machen wir das ja auch. Gut so. Was war denn der Grund zu sagen, statt das ganz ausfallen zu lassen, was ja die ursprüngliche Idee gewesen ist, macht man ja doch so eine Remote-Veranstaltung. Wohl wissend, dass das ja nicht dasselbe ist. Aber wenigstens so ein bisschen, also wie ich gerade sagte, dass man sich nicht aus den Augen verliert, ist das die Idee? Kannst du das nochmal so ein bisschen erklären? Ja, also meine erste Reaktion war eigentlich auch, okay, wenn wir es ausfallen lassen, dann weiß ich nicht, ob eine Remote-Veranstaltung das überhaupt, das wird kein Ersatz sein, also kein vollwertiger Ersatz sein. Dann ist aber nach und nach schon so der Gedanke gekommen, weil es natürlich auch eine sehr enttäuschende Situation war, dann noch im Ende April, Anfang Mai und sich erstmal mit diesen Gedanken dann auch anzufreunden, dass wir es wirklich ausfallen lassen müssen nach seit 2014 ohne Unterbrechung. Und dann sind aber schon so Gedanken gekommen, so jetzt ist das Wochenende da und man wird daran denken und irgendwie wird man sich ja auch dann vielleicht doch irgendwie zusammenfinden können, remote, und vielleicht dem Ganzen zumindest ein wenig dann gemeinsam nachtrauern können oder gemeinsam da die Zeit einfach daran denken, wo wir hätten sein können, wenn die Situation nicht so wäre, wie sie ist. Und das ist dann mit der Zeit natürlich immer weiter eskaliert, wie man uns kennt, dass quasi dann auch immer mehr Ideen dazu gekommen sind oder das könnte man noch machen und wenn wir es schon so machen, dann können wir es jetzt auch eigentlich gleich so machen und ne, also wie das halt dann sich von also wir haben uns alle 14 Tage einmal, das hat auch sehr gut geholfen, dann auch so über diese Zeit dann hinwegzukommen, das Orga-Team, das sich dann also alle 14 Tage einfach mal so zusammengesetzt hat und das dann einfach immer weiterentwickelt hat. Und und dann ist das jetzt dabei rausgekommen und ich denke, dass es wird dem schon gerecht. Und ein Gedanke, den ich auch hatte oder der dann auch irgendwann aufgekommen ist, natürlich, dass Personen gesagt haben, das wird das erste und wahrscheinlich das in Anführungsstrichen letzte Podstock sein, an dem ich teilnehmen kann, weil ich einfach nicht mobil genug bin, finanziell Sachen, also da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten und das hat dann auch so ein bisschen bei mir, ich hatte es beim letzten Mal glaube ich auch schon gesagt in der letzten Sendung, dann auch so ein bisschen den Auslöser gehabt, dass ich gesagt habe, okay, vielleicht kann man ja aus einem Remote-Podstock dann was mitnehmen für ein Hybrid-Podstock, wo man sagt, okay, man hat vielleicht irgendwie die Möglichkeit, besser jemanden remote dazuzuschalten und teilnehmen zu lassen. Ne? Und dieses Jahr wissen wir alle, wie sich's remote anfühlt und dann kann man das natürlich auch viel besser nachvollziehen, was da vielleicht auch die Bedürfnisse sind. Es wird natürlich nicht alles ersetzen das und alles möglich machen, aber zumindest vielleicht so, dass man eine Teilhabe ermöglichen kann. Das könnte ich mir vorstellen. Also tatsächlich mit Ausstrahlungswirkung auf vielleicht kommende Ereignisse, dass davon irgendetwas erhalten bleibt. Ich habe eine sehr interessante Idee. Gut, wir hatten das letztes Mal ja auch schon mit dem Simon so ein bisschen angesprochen. Also wie kann man das überhaupt so machen? Da hattest du das auch schon erwähnt, dass so eine Hybrid-Geschichte eben für alle Menschen, die nicht vor Ort teilnehmen können, ja auch möglich, also neue Möglichkeiten bieten kann. Die Simon hatte doch da so eine Pyramide, ne? Und wie hieß das? Das Nirvana irgendwie, also die Möglichkeiten, die wir noch gar nicht kennen und die wir trotzdem irgendwie erfinden können oder finden können. Das ist, glaube ich, der Weg dahin. Ja. Genau. Mhm. Claudia, was ist denn für dich eigentlich Podstock? Und wie siehst du denn die Möglichkeiten eines Remote-Podstocks?
Also ich bin ja quasi Potsdok Youngster. Ich glaube, das ist jetzt mein drittes. Und ich bin ja irgendwie, also ich hatte ja schon einen Podcast, bevor ich irgendwie in diese deutschsprachige Community überhaupt irgendwie reingestolpert bin. Und habe dann irgendwie genau eigentlich über das Potsdok eigentlich vor 2 Jahren dann eigentlich dann festgestellt, so wow, so viele coole Leute und so eine familiäre halt Umgebung und es ist schon halt irgendwie so eine Art Familientreffen. Also es ist ja ganz, ganz viel Community-Event und auch ganz viel eine Art von nach Hause kommen, ne? Und eigentlich auch in doppelter Hinsicht, nachdem das Potsdok halt die letzten 2 Jahre dort in der Gegend war, wo halt meine Familie tatsächlich auch nach wie vor wohnt. Also tatsächlich eigentlich ganz viel zu Hause schon. Und ich finde das jetzt mit dem Remote, kann ich jetzt einen Teil auch nachvollziehen, so wie du vorhin sagtest, so man kommt halt irgendwie an dieses Lagerfeuer halt, in diesen Big Blue Button Raum. Manche Leute haben halt die Kamera an, manche halt nicht. Aber man sieht halt trotzdem gleich bekannte Gesichter und es war halt so ein, ach schön, ach ja, ah. Und auch wenn es nicht dasselbe ist, wie tatsächlich jemanden halt so direkt im selben Raum in Fleisch und Blut gegenüberzustehen und vielleicht auch mit einmal herzlich drücken. Und es ist trotzdem, ich weiß nicht, so 3/4 von dem Gefühl ist halt trotzdem da. Und ich finde es eigentlich total toll. Und ich habe irgendwie auch das Gefühl, es wird das ausgeschlafenste Potsdok, das ich möglicherweise je hatte. Schauen wir mal. Naja, wer weiß, was heute Abend noch alles passiert. Ja, aber ich habe morgen früh um 10 einen Slot, den ich bespielen sollte. Und ich habe ja dann zumindest so viel Selbstdisziplin, dass ich mir das dann meistens auch überlege und mir denke, nee, komm, Menschen wollen das tatsächlich auch hören und ich sollte dann vielleicht halt auch liefern. Also das sollte dann schon sein. Du bist schon so erwachsen, Claudia, so erwachsen. Ja, das sieht jetzt gerade nur so aus. Warte mal, bis ich damit vorbei bin am Morgen. Aber sag mal, Sebastian, du hast extra für letztes Jahr, hattest du nochmal eine neue Bühne oder neue, also nein, diese, du hast ja sowieso ganz viel schon angeschafft für Potsdok. Also diese Bühnenelemente, die da gebraucht wurden, hast du einfach mal eben gekauft. Dann hattest du jetzt, glaube ich, für letztes Jahr nochmal ein neues Zeltdach oder für dieses Jahr ein neues Zeltdach irgendwie. Also du hast ja schon einiges auch an Hardware angeschafft. Und jetzt musstest du für dieses Mal dann quasi so eine Softwarewelt erfinden und nach dem ersten Eindruck, den ich hatte, habe ich dir vorhin ja auch gesagt, hast du das wunderbar hingekriegt. Ich bin heute Nachmittag, als ich zum ersten Mal diesen Player gesehen habe, habe ich gedacht, boah, ist das geordnet, sauber, einfach, schlicht und so richtig schön. Ich finde mich sofort zurecht gebaut, wie man es eigentlich als Anwender sich ja nur erträumen kann. Da steckt ja ganz viel Arbeit wieder drin. Das heißt also, du hast jetzt erneut sehr, sehr viel Aufwand getrieben, um das möglich zu machen. Hängt dir das nicht irgendwann mal zum Halse heraus? Nein, also es ist auch viel Spielerei dabei. Das heißt, es sind halt auch Dinge, die ich schon immer mal irgendwie ausprobieren wollte. Und das Potsdok bietet halt immer wieder gute Möglichkeiten, sich an verschiedenen Disziplinen mal, sag ich mal, ja, auszuprobieren und Technologien zu bauen, die ich so im Alltag vielleicht nicht baue. Und dann kann man das ganz gut dafür nutzen. Und es ist halt auch ein gewisser Spieltrieb einfach, der das Ganze dann auch so ein bisschen befördert. Also es ist jetzt nicht, es fühlt sich nicht nach Arbeit an, will ich da eigentlich mit sagen, glaube ich. Und es macht dann auch Spaß, wenn es natürlich so angenommen wird und wenn es dann auch genutzt wird. Das freut mich dann natürlich auch und es hilft uns ja auch
weiter. Also ich denke auch, dass es wichtig ist, dass die Community halt auch eine Möglichkeit hat, sich immer wieder auszutauschen. Und das war ja auch der Grund, warum ich damals beim Podstock gesagt habe, okay, es wäre jetzt schade, weil Branko dann damals gesagt hat, er kann die Organisation des Podstocks so nicht mehr weitermachen. Und die Alternative wäre halt gewesen, dass es halt nicht mehr stattfindet. Und es war dann schon für mich schon so ein Erlebnis, wo ich gesagt habe, okay, das wäre wirklich, da wird was fehlen. Nicht nur im Kalender, sondern auch so in der ganzen Community. Und das das dann wieder aufzufangen, das finde ich wichtig. Und ja, es eskaliert halt dann immer. Das ist ja nicht nur bei mir so. Also es ist auch so ein Eskalationsgehen. Ne, dann könnte man das noch dazu bauen. Und ach, wenn wir das schon haben, dann kann man es auch gleich ordentlich machen. Und ja, es war auch schwierig. Also auch was mich ein bisschen gehindert hat, war auch so diese natürlich die Corona-Krise. Ich hatte gerade so die ersten 2-3 Monate doch wesentlich mehr Arbeit und erfreulicherweise, also ich meine, andere haben da wahrscheinlich ganz andere Situationen erlebt oder erleben diese immer noch. Insofern bin ich da natürlich ganz froh auch, aber ich konnte nicht wirklich gucken, wie viel Zeit habe ich im Sommer für solche Sachen. Deswegen war eigentlich das mein Podstock eigentlich erst keine Option und das ist dann erst dazugekommen, als ich gesehen habe, okay, jetzt normalisiert sich das so langsam wieder bei mir und ich kann da vielleicht auch ein bisschen Zeit investieren. Und das war auch so ein Grund, warum wir dann auch irgendwann darauf dann umgestellt haben. Die ersten Planungen sahen ja noch ganz anders aus. Also vielleicht für alle die tatsächlich jetzt noch nie davon gehört haben, mein Podstock ist so eine Art, sagen wir mal, Portallösung, wo ich mich als Teilnehmer einloggen kann und dann stehen mir halt gewisse Funktionen zur Verfügung, unter anderem eben dieses Lagerfeuer, also die Möglichkeit über da ein angeflanschtes Videokonferenztool namens Big Blue Button dann mich mit anderen Teilnehmern zu verbinden, aber auch ein ganz normaler Chat. Eine Teilnehmerwand ist da und was haben wir noch? Ich kann halt ins Programm reinschauen und mir auch da das Programm direkt anhören. Das ist mein Podstock, ne? Genau, richtig. Also und die Lagerfeuer mit Big Blue Button und Workshop geht auch. Da kamen ja auch schon die Fragen auf, dass ob das dann auch andere an diesen Workshops teilnehmen können. Genauso ist es gedacht. Also wenn der Workshop startet, dann kann man sich da auch dann in diesen Big Blue Button dazuschalten, erstmal nur zuhören oder halt auch wirklich aktiv teilnehmen. Das kommt dann natürlich auf das Format drauf an, wie das dann abläuft. Aber das soll dann zumindest so einen kleinen Ersatz bieten, um dann auch solche Workshop-Formate starten zu lassen. Sind auch jetzt mittlerweile einige dazugekommen. Also wir hatten eben noch in der Opening so ein bisschen den Aufruf gestartet, da noch aktiv was einzutragen im Programm. Ist immer noch Platz, aber es sind schon ein paar Sachen wie wir basteln eine Räusper-Taste oder noch weitere Livestreams dazu gekommen. Ist schon geklärt, was die zwei Bauteile sind und die zwei Drähte? Oder ist immer noch offen, dass man einfach zwei beliebige Bauteile braucht? Ich hätte hier noch zwei LEDs rumliegen. Ja, ich muss mal. Ich habe hier eine Kugelschreibermine und einen Faden. Auch nicht schlecht. Wenn du MacGyver heißt, reicht das. Ich hätte noch Tesafilm. Sebastian, vielleicht ganz kurz. Im Chat kommt mannigfache Zustimmung zu mein Podstock wäre total cool gebaut und oh ja. Und es gab ja auch übrigens auch noch einen extra. Ja, von mir auch. Und ein extra Danke für Studio Link kam auch im Chat. Und auch ja, dafür. Das ja. Freut mich. Okay. Ja. Und das ist ja auch so ein Thema. Also ich kann natürlich auch Dinge wiederverwenden, so wie Chat-Geschichten und die dann vielleicht auch in Studio Link irgendwann mal reinwandern können oder sowas. Also es hat dann natürlich auch Potenzial, sage ich mal, dass diese Arbeit dann auch für mich weiter genutzt werden kann. Also und sei es einfach nur die Erfahrung, so geht's nicht. Ne? Also das ist natürlich auch eine wichtige Erfahrung. Ja. Und oder wo Probleme sind. Also das macht dann schon sehr viel aus. Ist das doch schön, wenn das so ein Win-Win für alle ist. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, hast du gerade im Opening schon die ersten Erfahrungen machen können, wie irgendwas nicht funktioniert. Also du hast das System dann schon mal an die Grenzen gebracht. Was war denn da los? Ja, ich hatte noch einen Videostream und ja, also man sollte keine Videos machen als Podcaster.
Nein, also das hast du vorhin ja auch so schön gesagt. Ach, Video. Ja, es ist ganz nett, das mal zu machen, aber im Endeffekt war jetzt auch nicht Video wirklich. Das Problem ist halt, OBS scheint starke Probleme zu haben, zumindest in der Konfiguration. Vielleicht ist das auch eine Einstellungssache, muss ich mir nochmal genauer angucken. Wenn die Verbindung mal kurz aussetzt, interessanterweise habe ich das in der Remote Studio Link gar nicht wahrgenommen, dass die Verbindung irgendwie gewackelt hätte, aber anscheinend hat sie das, weil der Stream halt immer wieder abgebrochen ist. Also jetzt zum Beispiel ist alles gut. Jetzt streamen wir halt ganz normal. Das geht über die gleichen Server. Das heißt also, ja, obwohl ich den ganzen Tag getestet habe, ist es dann halt abends zu diesen Abbrüchen gekommen. Das hat mich ein bisschen geärgert. Aber wir hatten dann mit Huhn Moor genommen, weil beim Podstock passiert das auch natürlich auch immer dann freitagabends, dass dann erst die Probleme auftreten, wenn es natürlich losgeht. Und umso froher bin ich jetzt, dass es doch jetzt sehr stabil anscheinend läuft und wie gedacht auch. Ja, es ist, das darf man ja nicht vergessen, das ist ein Hobbyprojekt. Also selbst wenn es eben einen offiziellen Veranstalter gibt, nämlich mit dir, der das eben auch ganz offiziell durch die Bücher laufen lässt. Also das muss ja auch steuertechnisch und so weiter alles erfasst werden. Und du machst das ja dankenswerterweise auch, dass du da auch als Verantwortlicher eintrittst. Also wenn sich dort irgendjemand verletzt oder so, dann bist du auch am Ende derjenige, der da den Kopf dafür hinhalten muss als Veranstalter. Aber nicht beim Remote Podstock, bitte. Also bitte, wenn ihr euch an der Tastatur oder am Papier schneidet, nicht... Nicht ich habe mir den Finger geklemmt zwischen dem L und dem Ö. Mensch. Oh, wenn die Stirn so auf die Tastatur fällt. Nee, okay, na gut. Okay, aber es ist immer noch ein Hobbyprojekt. Das heißt, wenn mal was nicht funktioniert, dann ist es, ja, es ist bedauerlich, weil der, sagen wir mal, der Spieltrieb, den du ja vorhin auch angesprochen hast, oder der eigene Ehrgeiz so ein bisschen gekränkt ist. Aber letztendlich kann man ja niemanden ernsthaft dann einen Strick daraus drehen. Ne? Nein, das ist richtig. Es ist sicherlich halt die eigenen Anforderungen und es ärgert halt, wenn man den ganzen Tag getestet hat und dann geht es halt wirklich dann schief und das man will sich eigentlich auf andere Dinge konzentrieren, auf den Inhalt und wenn es dann an der Technik kriselt, dann ist das natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn man dann selber noch gerade auch für den Inhalt zuständig ist. Das ist immer ein bisschen einfacher, wenn man natürlich sich, sag ich mal, dann vom Inhalt und so weiter getrennt sitzt und deswegen... Das könnte man dann, also wenn es nochmal in Remote-Podstock gäbe, wüsste man dann auch, welche Aufgaben man wieder verteilt. Aber so ist das halt immer. Man muss erstmal gucken, welche Aufgaben gibt es überhaupt, was funktioniert gut und dann kann man das auch entsprechend anders lösen. Aber es sind halt auch schöne Erfahrungswerte und es gehört auch irgendwie dazu. Ja, auf jeden Fall. Kirsten, wirst du denn jetzt morgen den ganzen Tag und am Sonntag den ganzen Tag vor dem Computer sitzen und das Podstock vollständig in dich hinein aufsaugen? Oder wie hast du dir das so gedacht? Sagen wir mal, nicht den ganzen Samstag und Sonntag, aber ich habe da mal in meinen Kalender so ein paar Sachen eingetragen. Und das ist zumindest großflächig mit dem Podstock belegt. Also morgen so ab 16 Uhr durchgehend und Sonntagnachmittag hatte ich mir auch schon mal eingetragen. Das Hörspiel würde ich gern hören und Opa erzählt vom Krieg. Also ja, das wird schon mein Podstock-Wochenende, auch wenn wir da nicht hinfahren. Und als meine Eltern gefragt haben, können wir am Wochenende euch besuchen kommen, habe ich gesagt, weiß nicht. Ja gut, so zum Frühstück vielleicht am Sonntag. Und nee, das passt schon. Das wird ein schönes Podstock-Wochenende. Das finde ich jetzt total faszinierend, denn gehörst ja auch zu den Menschen, die beruflich viele Stunden vor dem Rechner verbringen und das dann auch noch in der Freizeit machen, freiwillig. Das ist ja vielleicht auch nochmal so eine Sache, ob man da nicht vielleicht dann doch lieber, was weiß ich, in den Wald geht oder so und was anderes macht. Aber bei dir ganz klar, nö, ich habe mir die Zeit freigeschaufelt und ich benutze das dann einfach als Kommunikationskanal. Ja, genau. Nee, also da bin ich auch sonst nicht so engagiert, sag ich mal, meinen Hintern hochzukriegen. Das ist okay so. Hast du auch so einen Stubenhocker gehen oder so? Ja. Es hilft natürlich bei Corona jetzt sehr, finde ich.
Das stimmt, ja. Das hat mich nicht besonders aus der Bahn geworfen, dass es war. Ja, ich gehörte mehr so mit zu diesen Nerds, die gesagt haben, ja, wie, ne? So lebe ich immer. Was soll denn das? Wo ist das andere? Wo ist das anders? Ja, genau. Wovon reden die eigentlich die ganze Zeit, was die anders machen wollen? Ja, das ist natürlich wahr, wenn man da nicht so den ganz tollen Drang nach außen hat. Aber ich kenne auch Menschen, die brauchen im Prinzip dieses Rumrennen und Sachen erleben und sich treffen. Ja. Denen geht es richtig übel. Also das ist wirklich nicht schön. Mit die tun mir auch wirklich leid. Und ich war auch ein bisschen traurig, dass es keinen Live-Potzer gibt. Ich war auch ein bisschen traurig, dass wir unseren Urlaub absagen mussten und. Also es geht nicht spurlos an mir vorbei, aber wir versuchen halt dann das Beste draus zu machen und eben andere Sachen mal ein bisschen mehr zu machen, wie zum Beispiel auch Remote-Potstock. Ja. Hast du denn schon einen Workshop ausgesucht, wo du dann aktiv teilnimmst? Ja, ich habe mich schon gemeldet, beim Pottery Slam morgen Abend mitzumachen. Ah, mit eigenem Text? Da werde ich was zum Besten geben, ja. Und dann habe ich auch mich bei Philipp für das Podcast-Quiz angemeldet. Da bin ich dann auch ganz gespannt, wie sehr ich mich da blamieren werde oder ob ich doch ein bisschen was weiß. Ich gucke gerade, Philipp ist am Lagerfeuer, ob er vielleicht reagiert, aber er tut es nicht. Alles gut. Und ich hatte letztes Jahr, habe ich zumindest zugehört bei dem Podcast-Quiz und dachte, ach ja, das kannst du eigentlich auch. Also mal sehen. Ne? Schön, sehr schön. Claudia, was wirst du denn da morgen eigentlich vortragen? Du hast ja gerade gesagt, du musst früh ins Bett, damit du da frisch bist. Was hast du vor? Früh, ja, so mittelfrüh. Also wobei 10 Uhr ist halt schon relativ früh für mich. Menschen, die mich vom Podstock, die mich schon mal beim Podstock in der Nähe des Frühstücks gesehen haben, wissen das. Ich mache mit der Jude zusammen eine Session zum Thema Dinge, die einem im Internet so passieren können. Konkret ist es tatsächlich eine Live-Episode aus dem Datenschutz-Podcast, und zwar aus der zweite Teil der Miniserie Mobbing, Trolling und Hate Speech. Das Ganze hängt sich tatsächlich an den Ereignissen des letzten halben Jahres oder des ersten Halbjahres 2020 auf, was halt ich hier tatsächlich selber so erlebt habe. Das war alles nicht lustig und auch nicht schön, aber man kann ja auch was draus machen, und jetzt habe ich schon eine Folge, die ist auch jetzt die Woche schon rausgekommen, mit der Christina Behran gemacht. Das ist eine Psychologin, und mit ihr habe ich mich mal unterhalten, was uns Menschen eigentlich so überhaupt daran so fasziniert oder irgendwie da so reinbringt, wieso halt so eine Negativität und halt gerade diese Gruppendynamiken, warum uns das halt so mitreißt, ne? Also halt auch so, was passiert bei uns im Kopf dabei und wieso ist es vielleicht auch manchmal so schwierig, da wieder rauszukommen. Und halt auch immer mit ganz vielen Tipps für Betroffene, sowohl Menschen, die halt von, in dem Fall Mobbing konkret betroffen sind, also die Mobbing-Opfer, aber halt auch für Menschen, die vielleicht feststellen, dass sie in einer Gruppe sind, die gerade andere Menschen mobbt und da vielleicht einfach auch keinen Bock drauf hat, wie man da dann irgendwie auch wieder rauskommt. Genau, und morgen die Folge, da geht es dann konkret um Internet-Trolle. Genau, wie das teilweise so organisiert ist, dass da halt auch wirklich ganz häufig auch viel System dahinter steckt. Klar gibt es halt auch in Anführungsstrichen freilaufende Trolle, also so Einzelpersonen, die halt einfach Spaß daran haben, zu stören und zu spalten und das halt anzustacheln, das gibt es auch. Aber viel häufiger, und da haben wir jetzt dann auch ein gesellschaftliches Problem, sind eben so konzertierte Aktionen, und da geht es dann morgen ein bisschen drum. Genau, und die Miniserie wird dann noch ein bisschen weitergehen. Da habe ich auch schon ein paar Zusagen von anderen sehr, sehr interessanten Menschen, die sich da auch mal mit mir unterhalten wollen. Ja, und auf die Art und Weise hoffe ich, dass dann andere Leute, die vielleicht eben in solchen Situationen stecken, zumindest auch ein bisschen was davon haben,
was so meine Learnings des letzten halben Jahres waren. Also schon ein ziemliches Thema mit Tiefgang. Also das ist wieder auch so ein schönes Beispiel für Potsdok. Man denkt, ja, das ist ja so ein Wochenend-Happening, ja, alle easy going. Aber nein, da ist auch immer Raum für die wirklich harten Brocken, also thematisch harten Brocken. Ja, deswegen steht es auch nicht ganz so detailliert gleich drin, damit wir vielleicht die Leute erstmal mit, also an das Lagerfeuer locken können, um dann vielleicht aber doch halt auch ein etwas schwergängiges Thema. Wir werden es eh versuchen, wieder halbwegs locker rüberzubringen, aber für Betroffene ist es natürlich überhaupt nicht witzig. Ganz sicher nicht, ganz, ganz klar nicht, nee, ganz sicher nicht. Kirsten, hast du denn gesehen, dass der Podcast, mit dem bei dir alles angefangen hat, Hoaxilla, auch eine Veranstaltung macht? Ja, ich habe gesehen, dass der Alexander was anbietet und das steht auch auf meiner Liste, obwohl ich da jetzt nicht so involviert bin. Ich würde für mich sagen, sein Thema war ja, zahle ich für extra Inhalte oder unterstütze ich einfach so, und ich falle eher unter die ich unterstütze einfach so Kategorie. Und habe so eine Handvoll Podcasts, die ich mit größeren und noch eine zweite Handvoll mit kleineren Beträgen regelmäßig unterstütze, weil die eben mir regelmäßig super Sachen bieten und einfach, weil ich Spaß dran habe, auch was zurückzugeben. Ja, und deshalb weiß ich noch nicht, ob ich mir das anhöre, aber ist mir aufgefallen. Mhm. Nee, wollte ich auch nur erwähnen, also klar, das Thema ist ja jetzt auch... Und jetzt nicht, haben wir direkt noch ein bisschen Werbung für ihn gemacht, das ist auch gut. Richtig, das ist ja auch nicht falsch für den großen Alexander Hoaxmaster Waschkau und sein ja doch inzwischen, muss ich denken, schon sehr etabliertes Angebot, der skeptische Podcast. Ja, was bleibt uns als Fazit? Potsdok ist da, es hat jetzt angefangen, heute. Vielleicht fällt Sebastian ein Stein vom Herzen, dass er bisher soweit alles zusammengekriegt hat. Wie ist das, Sebastian? Ist das eine Erleichterung oder bist du eher noch voller Anspannung, weil es könnte ja morgen noch wieder irgendwas ausfallen, schiefgehen oder sonst was? Ja, das kann natürlich immer passieren, aber ich denke, das meiste läuft jetzt. Ich weiß jetzt, dass es, wo es heute in der Opening-Session dran lag, zumindest habe ich eine Vermutung und konnte das jetzt auch bestätigen, dadurch, dass es jetzt auch ohne Probleme lief. Also insofern bin ich da dann zuversichtlicher, dass zumindest das Problem da morgen nicht auftritt. Das hindert natürlich nichts daran, dass noch andere Probleme auftreten, aber das gehört beim Live-Senden einfach dazu. Also es ist halt immer ein gewisser Faktor Unsicherheit, der da drin steckt, den man zwar so gut es geht kann durch Testen und versuchen, bestimmte Stolpersteine aus dem Weg zu räumen, aber es wird immer irgendwas schief gehen und das passiert einfach, es gehört dazu. No. Und wie bist du denn mit der Technik und der Betreuung der Technik ganz alleine? Ich meine, im echten Potsdok verteilt sich das ja so ein bisschen. Du hast da so Bühnentechniker, die kümmern sich dann um die Außenbühne komplett und du hast im Prinzip nur so die Oberaufsicht, aber das Detail vor Ort macht dann jemand anderes. Ist das jetzt auch wieder so? Ich habe irgendwas gehört, der Angbor, der Stefan. Genau, der Stefan, der macht morgen sehr viel Außenbühne. Das heißt, er schaltet sich da mit auf dem Stream drauf, macht auch eine kleine Anmoderation und guckt halt und ist dann auch damit beschäftigt. Und das hilft natürlich auch schon mal, wenn jemand da mit in den Stream reinhört oder guckt, ob alles läuft. Und allein das ist schon ein guter Teil. Dann muss ich nicht die ganze Zeit da bei sein und kann mich dann um andere Themen kümmern, irgendwelche Anfragen oder auch mal ins Lagerfeuer gehen und ja, da eine Zeit verbringen. Nicht ins Lagerfeuer, nicht ins Lagerfeuer, nein. In den Menüpunkt Lagerfeuer, es ist digital. Das kann ich so weh tun. Geh nicht ins Licht. Bei den gegenwärtigen Temperaturen denke ich eher an Sauna, wenn ich Lagerfeuer denke. Und jemand sagte ja, vielleicht hätten wir es lieber Pool nennen sollen. Also wir haben gestern zwischendurch schon ein Aquarium eingeblendet, statt einem Lagerfeuer, damit es ein bisschen kühler wird. Genau. Am Angelteich. Aber gut, ich kann ja mein Lagerfeuer, also Lagerfeuer ist ja nur dieser Kategoriebegriff sozusagen. Ich kann ja mein Sub oder mein persönliches Lagerfeuer kann ich ja nennen, wie ich will. Kann ja auch Eiswagen zu sagen oder Gartenteich oder so. Ja,
Richtig, oder Kaffeemaschine wird auch häufig benutzt. Ja, ist ja auch ein Sammelpunkt, ganz klar. Genau. Da kommen wir gerne mal vorbei. Ja, darauf müssen wir leider verzichten, auf die gute Küche und die experimentellen Dinge, die da so passieren, auch im Pizzaofen und so. Das ist wirklich schade. Da kann man sich ja dann mit seinen Hausmitteln zwar ein bisschen behelfen, aber das ist natürlich nicht dasselbe. Ich kann nicht so tolle Sachen machen wie ihr da, die Menschen, die das da so aus dem Ofen ziehen. Ich kann das nur essen, aber ich kann das nicht herstellen. Das finde ich jetzt aber schön. Das finde ich jetzt aber sehr hübsch gesagt, mit Hausmitteln behelfen. Eine Kaffeemaschine haben wir übrigens. Also der Anim hat schon eine Kaffeemaschine aufgestellt, wo man sich dann auch treffen kann. Also halt als, ich glaube, man findet es unter dem Menüpunkt Lagerfeuer. Okay, ich scroll mal eben dahin, ich gucke gerade mal. Man kann ja Lagerfeuer auch wieder löschen, das ist ja das Schöne. Im Moment gibt es das Lagerfeuer-Chat Außenbühne. Die Kaffeemaschine ist schon wieder weg, die ist eingepackt. Wahrscheinlich kommt da nachher die Bar oder so. Ja, seit heute gibt es auch... Lagerfeuer löschen ja eine schöne Doppelbedeutung ist. Ja, ne, ist das nicht toll? Großartig. Ja, es ist ja so trocken, man muss mit dem Waldbrand und so muss man aufpassen, also da wird ordentlich gelöscht. Sand auf. Ganz großartig, diese Idee. Eigentlich müsste man das archivieren und dann ausgraben oder wieder anfachen oder so nennen. Genau. Die Restglut Blut anfachen. Ja, da ist ja auch noch Potenzial. Also das Wort eskalieren ist ja mit Potstock schon recht eng verbunden, wie manche andere Worte halt auch, oder Fragen oder Aussagen, ne? Da regt mich schon die Frage auf. Das ist ja auch so ein Meme inzwischen, was ganz eng mit Potstock verbunden ist. Und natürlich, die Weiterentwicklung ist natürlich gegeben. Wer weiß, ob, wenn man nächstes Jahr in meinen Potstock hineinguckt, ob die Knöpfe dann noch so heißen oder noch kreativer benannt sind. Das Problem ist, wenn man zu viel Kreativität reinsteckt, wissen dann neu hinzugekommene wieder gar nicht mehr, was es sein soll. Es ne? Ja. Muss ja auch noch bedienbar bleiben. Das ist der andere Punkt, richtig, ja. Das sollte schon immer noch ein bisschen selbsterklärend sein, sonst wird es ein bisschen schwierig. Ja. Also ich, wie gesagt, ich bin von der Aufmachung sehr angetan, von dieser sehr schnörkellosen und klaren Struktur. Ich habe in letzter Zeit Softwaren gesehen, die so moderner sind irgendwie, glaube ich. Oder ich glaube, dass das modern sein soll. Die sind so verspielt und hier ein bisschen und da ein bisschen und da verstehe ich schon gar nicht mehr, was will mir jetzt der Autor eigentlich sagen oder die Autorin oder die Entwicklerin. Also ich fühle mich da nicht so richtig wohl und diese Art, wie du es gemacht hast, ja, die ist sehr klar. Hast du da irgendwie eine Anleitung gehabt oder ist das alles aus deinem Kopf gekommen? Das, also, wie soll ich es erwähnen? Also, es ist natürlich so, ich beschäftige mich halt auch sehr viel mit User Interface Design mittlerweile und auch versuche da halt auch verschiedene Sachen halt zu adaptieren und ja, und versuche halt auch sehr viel Minimalismus. Also ich versuche immer sehr Dinge sehr minimal zu halten, weil ich denke, das erleichtert halt, wie du schon sagtest, halt einfach den Überblick auch. Und manchmal ist es auch besser, Dinge einfach wegzulassen, als anstatt sie einfach weiter aufzublähen. Das ist gar nicht so einfach, aber es hilft enorm, glaube ich, dann bei der Bedienbarkeit und auch bei der Usability. Das sind so Dinge und auch Accessibility ist auch so ein Thema, wo ich mich auch gerade stärker mit beschäftige. Ja, das heißt also Barrierefreiheit. Und da sind auch Themen total wichtig, weil das meiste, was man da designtechnisch macht für die, das hilft dann auch nicht. Im Gegenteil, es stört dann meistens, wenn es nicht gut ausgeblendet ist. Und insofern schlägt man damit doch so einige Fliegen mit einer Klappe. Tolle Gedanken, die du da hast. Vor allen Dingen auch an die Accessibility zu denken, also möglichst keine Menschen auszuschließen, nur weil jetzt irgendwie vielleicht ein Sinn nicht funktioniert. Da ist sicherlich sehr viel noch offen, also gerade bei meinem Podstock
sind da bestimmt Punkte dabei, die ich übersehen habe oder die nicht Best Practice sind. Also das ist tatsächlich für mich noch so ein offener Punkt, wo ich auch immer wieder gerne dazu lerne. Also wenn da irgendwelche Hinweise sind, dass irgendwas nicht so angezeigt wird oder nicht bedienbar ist, dann gerne immer her damit. Das ist auch so ein Projekt für die nächsten Monate bei mir, wo ich mich noch intensiver damit auseinandersetzen möchte. Vor allem das Cross-Plattform halt immer wieder im Thema zu haben, ne? Dass das halt mit jedem Screenreader auch gut funktioniert und die Standards weichen ja doch dann manchmal so ein bisschen ab und was nimmt man da und ne, also BigBlueButton, da kam gestern zum Beispiel auch die Erwähnung, also BigBlueButton sagt zum Beispiel immer, wenn ein Teilnehmer gemutet oder entmutet ist, das ist natürlich, wenn man das sieht, eigentlich unnötig, aber es wäre also gut, wenn das abschaltbar wäre wenigstens, aber natürlich für sehbehinderte Menschen ist das natürlich durchaus total hilfreich zu wissen, dass man jetzt entmutet wirklich ist oder also insofern ist diese Audioinformation dann doch zumindest aus Accessibility-Sicht wiederum sehr, sehr wertvoll. Na, also insofern kann man schon verstehen, dass das standardmäßig an ist. Muss man mal gucken, ob man es zumindest irgendwie für andere ausschalten kann, weil es dann doch vielleicht so sich selbst dann so ein bisschen nervt. Weil man weiß ja, man hat sich gerade entmutet oder nicht. Ja, das hat mich auch gerade gewundert, dass mich das angesprochen hat. Das habe ich an anderer Stelle, wo ich schon mal damit gearbeitet habe, so nicht erlebt. Aber ich glaube, da habe ich gar nicht mit dem Mute-Knopf. Ja, es ist, glaube ich, konfigurierbar. Es ist im Standard an. Ich habe es drin gelassen. Müssen wir mal gucken. Wenn es zu sehr nervt, kann ich es natürlich auch rausnehmen. Aber da ist es mir halt dann auch aufgefallen. Okay, mein erster Gedanke war auch, okay, ist jetzt ein bisschen unnötig. Aber als ich dann so ein bisschen tiefer drüber nachgedacht habe, fand ich schon sehr interessant den Ansatz und auch konnte auch erkennen, wo das wahrscheinlich herkommt. Ja, das ist ja für mich wieder Magie, was du da so treibst. Aber das irgendwie so hin zu optimieren, dass das am Ende ein sehr flüssiges Erlebnis für alle Menschen, die da gerne teilnehmen möchten, egal ob sie nun den einen Sinn haben, den man dafür braucht, also das Hören, das Sehen oder was auch immer, oder haben oder eben nicht haben und dass es vom System halt unterstützt wird, das ist natürlich schon ein toller Ansatz, ein Anspruch. Ja, ich kenne dich auch nur so, dass du dann an der Stelle irgendwie versuchst zu lernen. Wir kennen das ja auch mit der Rampe im Real Life, also eine Bühne braucht eine gewisse Erhöhung und das bedeutet, dass Menschen eine Stufe nehmen müssen. Es gibt ja Menschen, die können keine Stufen nehmen, aus welchen Gründen auch immer. Also wurde da einfach dann eine Rampe konstruiert, passend dazu. Und das ist im Prinzip dann die Übertragung in die Online-Welt, die Rampe für Menschen, die nicht hören können oder was auch immer. Ja. Super. Ja, ich bin so ein bisschen durch mit der Besprechung von Podstock. Kirsten, hast du vielleicht noch einen Hinweis oder eine Idee, etwas, was du loswerden möchtest, jetzt wo du hier bei uns auf der Gartenbank bist? Nö, wir haben ja eigentlich alles schon ganz ausführlich besprochen. Mir ist noch eine Kleinigkeit eingefallen, du hast ja eben gefragt, warum ich mich nicht scheue, in Mikrofone zu sprechen. Das Gute ist, es gibt kein Video dabei. Ich glaube, das fällt mir dieses Jahr dann auch leichter noch, einfach bei den Podcasts mitzumachen oder eben bei den Sessions im Podstock, weil ich mich als Radiogesicht klassifizieren würde. Das ist ja auch was Schönes. Du hast ja letztes Jahr auf der Bühne... Entschuldigung, ich habe da reingeredet. Sag nochmal bitte. Alles gut. Das ist das Schöne am Remote-Podstock. Ja. Ja gut, vielleicht ist das der Hinweis auf das für das Reale, dass man dann einen Vorhang macht und können Leute sich dann dahinter setzen, wenn sie nicht gesehen werden wollen. Aber ehrlich gesagt hatte ich nicht den Eindruck, dass du dich auf der Bühne unwohl gefühlt hast. Sah man dir jedenfalls nicht? Nein, nein, durchaus nicht. Ich habe ja letztes Jahr auch bei Acta Aurora mitgemacht, bei dem Live-Aufzeichnung auf dem Podstock. Und nein, das fällt mir auch nicht schwer. Ja, prima. Aber gut, das ist natürlich nochmal was anderes. Ne? Also wenn man da ist, wird man eben auch gesehen. Und wenn man halt nur hinter seinem Rechner sitzt, dann
Wir hatten ja vorhin schon das Thema, ne? Was haben wir denn eigentlich an? Also hat denn überhaupt der XY eine Hose an oder läuft er da in Boxershorts rum? Das, na gut, aber auch beim echten Podstock ist die Kleiderordnung ja schon ein bisschen gelockert. Also von daher auch da eine gewisse Parallele, kann man ja anders sagen. Okay, dann kommen wir von der Gartenbank runter, würde ich sagen. Wir machen heute ein bisschen verkürzten Ablauf. Wie ihr schon gemerkt habt, ist der Lars nicht dabei. Und Lars ist unser Kalendermann. Den würden wir also dann einfach auslassen. Aber ich sehe gerade, im Querbeet hat der Sebastian noch ein Thema untergebracht. Das sollten wir uns auf jeden Fall noch anhören. Und deswegen kommen wir jetzt mal eben ins Querbeet, wenn ich das hier mit meinen Reglern alles hinkriege. Jawohl. So, Podstock bedeutet auch, dass ich diesmal für die Einspieler zuständig bin. Da kann ich ja auch den Sebastian mal so ein bisschen entlasten. Das ist ja auch nicht ganz falsch. Sebastian, was hast du denn da an Punkt mitgebracht? Ich lese ja, mal vor. Exclusive Anchor are automatically deleting podcasters and why? Das verstehe ich nicht. Erklär mal. Genau, das ist ein Tweet, der mir auf Twitter ins Auge gefallen ist. Da ging es halt darum, in dem Artikel, kann ich auch gleich mal in den Chat schmeißen, sonst macht das immer der Lars immer so. Man ist schon so verwöhnt davon. Ja, der hat uns total verwöhnt. Du aber auch. Ja, also in dem Artikel geht es darum, dass Anchor, also da hat ein Podcaster quasi bei Anchor was hochgeladen, einen neuen Podcast gestartet, nicht nur bei Anchor, sondern auch auf, glaube ich, Libsyn war das noch mit drauf und dann wurde irgendwie 2 Stunden später der Account gelöscht und als er nachgefragt hat, ging es halt darum, dass irgendwie seine Inhalte wohl schon woanders publiziert sind und dass das irgendwie, waren sich halt nicht so sicher, ob das mit den Rechten wirklich zusammenpasst und er sollte das dann irgendwie bestätigen, aber es wurde halt erstmal der komplette Account wohl gesperrt und gelöscht und also das war schon sehr, sehr bedenkenswert, weil wenn man einfach irgendwas publiziert und dann relativ schnell so ein Account dann plötzlich gelöscht wird, steht man schon mal da. Also da ist man mit selber hosten natürlich schon wesentlich safer. Mittlerweile hat Anchor darauf reagiert, weil es war so im Hintergrund, dass sie es halt automatisiert komplett wohl abgleichen, den Content, zum Beispiel mit Spotify, ob da irgendwie Audiomaterial ist. Das tun sie wohl nicht. Sie haben da wohl so einen halbautomatisierten Prozess und dass wohl auch mehrere Kriterien irgendwie dafür gesprochen haben, dass dieser Account wohl nicht ganz, ganz sauber ist und deswegen entsprechend gelöscht wurde. Also es wurde wohl noch ein manueller Review durchgeführt, was die ganze Sache vielleicht aber doch noch ein bisschen bedenkenswerter macht. Ich habe natürlich nicht reingeguckt, wie offensichtlich das jetzt war, dass das dieselbe Person ist, die den Account eingerichtet hat, die auch den Podcast dann mit den Originaldateien hat, aber alles ein bisschen komisch und hinterlässt halt so einen Fadenbeigeschmack, ob man dann bei Anchor so gut aufgehoben ist, wenn der Account natürlich dann unter Umständen schon von einer einzelnen Folge sofort gelöscht wird und ohne Vorwarnung, ohne Rückfragen. Das ist natürlich nicht die feine Art irgendwie, finde ich zumindest. Aber die Details kann man nochmal nachlesen. Ich habe das auch nur überflogen. Ganz sicher nicht. Also normalerweise sollte man die Leute ja ein bisschen vorwarnen und mitnehmen und nicht von jetzt auf gleich. Der Sascha hat schon übernommen. Danke, Sascha. Ja, der ist die zweitschnellste Maus von Mexiko. Okay, also was Twitter, ach Quatsch, wie heißt das denn, Links hier angeht, URLs angeht. Ja, danke. Ich hatte gerade noch, ich habe die Tage irgendwas retweetet, was vielleicht auch für die Community interessant sein könnte, aber ich habe es vergessen. Ich muss mich entschuldigen oder ich will erklären, ich bin im Moment auch dienstlich ein bisschen stärker eingebunden und bin nicht mehr ganz so, kriege nicht mehr so viel mit und manchmal klicke ich auch nur einfach irgendwas weiter. Also wer jetzt sagt, ja, das war doch immer alles so toll im Sendegarten. Nein, das war noch nie so toll im Sendegarten und es wird auch nie toll werden. Es ist immer nur das, was uns gerade eben halt vorbeifliegt.
und manchmal ist es halt mehr und manchmal weniger. Wie gesagt, alles Hobbyprojekt. Und das sage ich nicht zuletzt, um es mir selber auch zu erklären, denn manchmal habe ich auch das Gefühl, hatten wir ja schon mal, ne? Es reicht nicht, ich habe die Hausaufgaben nicht gemacht und ich fühle mich unwohl dabei und so weiter. Das wollen wir ja uns alle vom Halse halten. Und dann leben wir auch alle damit viel besser. Gut, viele Worte, um wenig auszudrücken. Danke, Sebastian, für diesen technischen Hinweis. Und dann kommen wir direkt zum Ende, nämlich schon zu den Blütenschätzen. Wo ist die Musik? Da, Knopf drücken, hier. Ja, da fängt im Chat schon wieder so eine Grundsatzdiskussion an. Soll man denn überhaupt Plattformen benutzen? Ja, soll man nicht, entscheidet jeder für sich selber. Das sind genau die Risiken, die man halt eingeht. Und wer das Risiko eingehen möchte und trotzdem sagt, ja, ich finde mich da gut aufgehoben, warum nicht? Jeder darf das und jede darf das nach eigenem Gusto entscheiden. Da gibt es keine Ideallinie. Klar, ne, man kann sich da heiß und innig diskutieren, rauf und runter, aber letztendlich ist es doch die Entscheidung des Einzelnen oder der Einzelnen, wie sie da verfährt. Okay, ich wollte aber zu den Blütenschätzen. Habt ihr irgendwas gesehen, gelesen, gehört, wahrgenommen, erlebt, was euch besonders beeindruckt hat in der letzten Zeit? Claudia, hast du irgendwas? Ja, tatsächlich. Und zwar, ich habe ja vor gar nicht allzu langer Zeit eine Folge über das Sprechen mit der Pico aufgenommen. Ist im Vienna Writers Podcast veröffentlicht und ich habe selber dazu einen Podcast noch gefunden, also nicht selbst produziert, sondern nur gefunden, dem ich jetzt gerade andächtig lausche. Also später wieder, jetzt nicht gerade beim Sprechen. Und zwar der Stimm-Dich-Podcast von Detektor FM. Die heißt einfach Stimm-Dich. Und da sind zwei Menschen, die sich damit auskennen. Der eine ist Logopäde und die andere ist Sprecherin. Ah, ich höre es noch nicht. Ich bin erst so bei Folge 3. Und bin aber. Ja, du musst ihn ja auch nicht auswendig lernen, das ist ja auch nicht nötig. Das sagst du ja jetzt. Ja, Entschuldigung. Genau, nein, auf jeden Fall, die beiden machen halt richtig coole Erklärungen letztendlich, wie Sprechen tatsächlich funktioniert, halt auch mit Übungen und so weiter. Und es gibt auch eine Folge zu Sprechstörungen erkennen, also wenn halt irgendwo sehr individuell läuft, was ja tatsächlich immer so ein bisschen bauartbedingt ist. Also manche Leute haben vielleicht schiefe Zähne oder was auch immer. Wo da auch was schief gehen kann und so. Also ich finde es total cool gemacht. Ist ein ganz cooles, letztendlich auch ein Wissensformat und macht halt irgendwie auch Spaß, da irgendwie so diese Übungen ein bisschen mitzumachen und ein bisschen selber zu erfahren, wie man jetzt eigentlich tatsächlich nicht nur laut gibt, sondern irgendwo halt auch das Ganze vielleicht besser steuern kann noch und so. Finde ich coole Sache. Mhm. Prima, dankeschön. Sebastian, hast du irgendwas gefunden? Wahrscheinlich nicht, ne? Oder? Nee, ich bin tatsächlich zu nicht wirklich viel gekommen. Also ich könnte höchstens erwähnen, dass das Lagerfeuer gestern Abend sehr viel Spaß gemacht hat. Also das ist tatsächlich schon so ein Podstock-Feeling gewesen und insofern, das könnte ich vielleicht so als Blütenschatz heranziehen. Was waren das denn? Waren das die Aufbauhelfer oder was war das? Ja, wir haben halt Lagerfeuer mal entzündet gestern Abend und das war, wie du es auch schon beschrieben hast, ne, man schaut in bekannte Gesichter und ist einfach, hat einen netten Plausch beieinander und so wie das halt auf dem Podstock dann häufig stattfindet. Schön. Dass es auch bei dir so funktioniert hat. Super. Sonst hätte ich gedacht, du hättest vielleicht irgendeine Codezeile, die dir besonders viel Begeisterung erzeugt hat. da habe ich noch eine Bibliothek gefunden, die hat genau richtig reingepasst. Aber das wäre natürlich nicht das, was wir hier erwarten, ist schon klar. Entschuldigung, das ist wieder der Hang zu meinem komischen Humor. Lassen wir das raus und fragen mal die Kirsten. Hast du irgendwas erlebt, gesehen, gehört, was dich in letzter Zeit sehr beeindruckt hat? Ich habe tatsächlich
vorgestern noch einen neuen Podcast entdeckt, den ich noch nicht kannte. Was erlaube Schweden? Und was ich darin so großartig fand, war, dass er mich ein bisschen mehr über den schwedischen Sonderweg, man hört mein Anführungszeichen, informiert hat, wo ich mich mit einem gemeinsamen Freund halt sehr uneinig war, denn ich dachte so, ja, Deutschland macht das super und er immer Schweden, nein, Schweden, ich will Schweden, so ungefähr. Und ich war mir nicht sicher, was ich davon halten sollte. Und dieser Podcast hat mir da schöne Einblicke gegeben in das schwedische Gesundheitswesen, in die schwedische Mentalität. Und das fand ich sehr, sehr großartig. Der ist erst Mitte Mai gestartet, eben auch durch Corona und eben durch die Kontroversen, die es eben um den schwedischen Sonderweg gab. Und es ist sind zwei Deutsche, der eine arbeitet als Arzt in Schweden und deshalb haben die beiden sich dann halt darüber unterhalten und haben auch mehrere Gäste gehabt, die da auch noch mehr Einblicke hatten. Also gefällt mir sehr gut, kann ich empfehlen. Super. Ja, das, irgendwie hatte ich den auch mal im Augenwinkel gesehen und gedacht, das wäre noch was, was ich mir auch mal anhören wollte, weil mich das mit dem schwedischen Sonderweg, also es geht um, wie geht eine Gesellschaft mit der Corona-Pandemie um, die einen Gesellschaften... Muss schon immer Regeln und Gesetze erlassen oder reicht es auch eben Empfehlungen auszusprechen, genau. Mhm. Und der schwedische Sonderweg, wie du ihn so schön oder wie er auch allgemein genannt wird, ist eben sehr viel in die Verantwortung der Menschen selber zu geben und sich und eben wenig vorzuschreiben. Genau. Und da sagen dann viele Experten sagen, das kann nicht funktionieren, das geht schief. Das ist ein ganz gefährliches Experiment und da wird mit Menschen experimentiert und andere sind da und eher entspannter. Und in dem Podcast gibt es eben mehr Hintergrundinformationen, als ich bisher auch über die Presse oder ähnliches halt gefunden habe. Eben in der deutschen Presse. Schwedisch kann ich jetzt nicht so gut. Und deshalb fand ich das mal so eine richtig schön erhellende Einsicht. Auch viel Innenwissen, eben dadurch, dass da halt mit einem Arzt geredet wird, der auch in einem Krankenhaus als Notfallmediziner arbeitet. Gefällt mir gut. Super. Ja, den könnte ich mir auch mal markieren hier. Dankeschön für den Hinweis darauf. Dann haben wir einen Zuschrift bekommen von der Silke, die wir auch als Mini Lancelot kennen. Die schrieb uns: Hallo Sendegarten-Team, falls ihr diesen Blütenschatz in eurer Folge bringen möchtet, von den Korrespondenten in Neu-Delhi. Und zwar ist das die Episode von Schmugglerkatzen und den Taliban. Sehr lockere Folge, in der immer wieder zu einer Schmugglerkatze zurückgekehrt wird. Viele Grüße, Mini Lancelot. Das ist ein NDR-Podcast. Es gibt da verschiedene von dieser Machart, dass sie ihre Korrespondenten bitten, Podcasts also so ein bisschen in lockerer Form über ihre Arbeit als Korrespondenten in den verschiedenen Ländern, wo die halt stecken, zu reden. Und da gibt es eben auch das Land, also oder die Korrespondenten aus Neu-Delhi. Ich habe mir das heute mal angehört auf dem Rückweg von der Arbeit und es war wirklich sehr witzig. Ein Mann, der überwiegend für das TV, also für Fernsehen arbeitet, und eine Frau, die überwiegend fürs Radio arbeitet, für die ARD jeweils, erzählen sich dann die Geschichte von einer Schmugglerkatze. Und das wird sehr persönlich oder vielleicht ist es auch ein bisschen vorgespielt, ich weiß nicht, aber er ist total begeistert von der Idee und kommt immer wieder im Laufe des Gesprächs auf diese Katze zurück, bis sie ihm quasi hinterher im Outro dann auch noch den Ton wegnehmen muss, weil er überhaupt nicht aufhört, von dieser Katze zu erzählen. Das habe ich mit großer Freude gehört, das hat wirklich Spaß gemacht und da möchte ich der Silke herzlich danken für diesen Tipp. Das ist die URL ndr.de/nachrichten/info/podcast4384 HTML. Aber vielleicht findet man das einfach unter der Suchmaschineneintrag oder bei FÖD Korrespondenten in Neu-Delhi. Das war das. Und dann, wenn ich jetzt hier schamlose Eigenwerbung betreiben darf, ich meine, ich frage gar nicht, ich mache das einfach, aber ich sage es trotzdem, dass es mir bewusst ist. Ich habe was Schönes erlebt, nämlich am letzten Dienstag,
Dienstag war es, genau. Da hatte ich mich mit dem Nikolaus Wörl, ich sage lieber Dr. Nikolaus Wörl, sonst weint er wieder, und dem Lars verabredet, um die schwimmende Wissenschaftsausstellung auf diesem Schiff MS Wissenschaft zu besuchen. Wir hatten uns für nachmittags in Duisburg verabredet, da lag das Schiff vor Anker. Und unmittelbar bevor wir auf das Boot gehen konnten, gab es einen Wolkenbruch, wie ich ihn selten gesehen habe. Und wir waren alle bis auf die Haut nass. Als wir dann endlich in diesem Schiff drin waren, unter Corona-Bedingungen muss man dann auch noch, da ist so eine Ampel, da muss man bei Rot stehen bleiben und das war alles klitschenass und glitschig und also es war nicht es war nicht einfach da auf das Schiff zu kommen und für mich war eigentlich klar, wir werden hier heute nichts aufnehmen können. Das Equipment ist quasi, ich hatte zum Glück eine geschlossene Box, also der Deckel stand voll Wasser, aber die Technik hatte nichts abbekommen. Da war ich sehr glücklich. Aber für mich war eigentlich klar, unter den Bedingungen, da stehen drei Leute, die triefen aus allen Löchern, da können wir nichts machen. Und die beiden haben einfach gesagt, weißt du was, wir probieren es einfach. Und dann sind die mit mir in dieser total klatschnassen Version, sind wir durch diese Ausstellung gegangen und wir haben wirklich eine schöne Aufnahme dabei hingekriegt. Und das war so richtig, wo ich gedacht habe, wow, hätte ich nicht mehr mit gerechnet. Und das war für mich so ein Geschenk, dass es dann einfach funktioniert. Und es war dann auch einfach super. Wir sind sehr gut ins Gespräch gekommen. Das Thema ist brandaktuell. Es geht um Bioökonomie. Also wie kann man von einer erdölgetriebenen Wirtschaft zu einer, wie auch immer, nachhaltig getriebenen Wirtschaft kommen. Wir haben da sehr viele Gedanken ausgetauscht. Natürlich haben wir nicht die Lösung gefunden, wie jetzt das gesunde und gute Leben von morgen möglich ist. Aber es war super. Und dass das alles noch funktioniert hat, wo der Einstieg so war, wie er gewesen ist, das war einfach großartig. Da möchte ich an der Stelle auch nochmal ganz herzlich danken dem Nikolas und dem Lars, dass sie das mit mir gemacht haben. Kann man dann bei Radio Mono hören, falls es jemand interessiert. Aber wie viel wichtiger ist dieses positive Erlebnis von den beiden? Okay, wir sind durch. Ja, kann ich dir nur sagen, das war wirklich cool. Und das hat geschüttet, mein lieber Schwan. Und wir stehen da nur im Sommerhemd und nur im T-Shirt und werden wirklich richtig. Wir hatten uns zwar irgendwo an so eine Hauswand gedrückt, aber das nützte alles nicht. Das pfiff da um die Ecken herum. Wahnsinn. Ich meine, klar, Gewitterzellen gibt es ja, ziehen hier dauernd durchs Land und ich erzähle euch hier Geschichten, die könnt ihr jederzeit bei euch selber auch erleben. Aber es ist halt blöd, wenn du eine ganze Tasche voller doch recht sensibler Technik dabei hast und dann kommt jetzt ein Wolkenbruch los. Das passt nicht wirklich gut zusammen. Echt nicht, nee. Aber toi toi, es hat alles gehalten. Und wir sind nicht erfroren. Das war auch noch so ein Ding, wo wir gesagt haben, wir wissen aus dem letzten Jahr, dass dieses Schiff sehr gut gekühlt ist. Also die haben eine super Klimaanlage da drin und haben schon gedacht, am Ende müssen wir frieren. Den ganzen Tag geschwitzt und dann am Ende brechen wir ab, weil wir frieren müssen. Aber nein, war nicht. So, okay. Jetzt machen wir Schluss. Ich sehe schon, dass die Ersten wieder am Lagerfeuer sitzen hier. Die warten schon die ganze Zeit darauf, dass wir endlich aufhören, sodass sie über uns hinterher... Ja, die sitzen an der jetzt Bar. Unbedingt an der Bar. Okay, ja. Ich habe hier an der Bar. An der Bar. Was machen die da? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Ja, wir gehen da jetzt hin. Prost. Ach, guck mal. Ach, guck mal. Ich musste mal refreshen hier die Webseite. Da sind jetzt plötzlich zwei Lagerfeuer dazugekommen, die vorher nicht da waren. Aha, okay. Gut, wir gehen jetzt auch in die Bar. Ja, mir wurde auch eine Kaffeemaschine versprochen, dass die schon wieder da ist. Ja. Ja, sie ist auch da. Ich hätte mal refreshen müssen. Ja, ach du weißt, das mit dem Internet, das ist noch so neu und das wird sich auch nie durchsetzen. Ja, zum Glück nicht. Das berühmte Neuland, ja. Ja. Gut, dann gehen wir jetzt zur Postshow sozusagen an die Schiffsbar und laden an dieser Stelle vielleicht auch nochmal ein an alle, allen, die dem Podstock noch nie so richtig was gesagt haben, egal ob in der echten Welt oder in der Online-Welt. Der Sebastian ist immer ein Host, ein Gastgeber der besonderen Art und der kriegt es hin, eine Veranstaltung hinzubauen, die also Eindruck hinterlässt und positiven Eindruck hinterlässt. Sehr sogar. Er schafft es. Dankeschön. Und eben, das wollte ich nämlich auch nochmal sagen. Dir, Sebastian, an dieser Stelle herzlichen Dank dafür, für die ganze Arbeit, die du da reinsteckst. Du sagst, es ist dir eine Freude und eine Spielwiese. Das ist ja gut.
Aber vielleicht möchtest du den einen oder anderen Abend auch mal den ganzen Kram liegen lassen und dann denkst, ja, ich muss aber fertig werden für den 14. Ich habe keine Wahl. Und wenn du dann trotzdem dran gehst, das ist aller Ehren wert. Dankeschön. Gerne. Ja. Ja. Das ist wieder typisch. So, ja, auch gerne. Super. Machen wir nicht weiter lange Worte, viele Worte. Ich danke euch, dass ihr hier mit mir im Sendegarten gewesen sind. Dankeschön, Claudia. Dankeschön, Sebastian. Ja. Gerne. Und ganz herzliches Dank der Podcast-Gästin, der professionellen Podcast-Gästin der Kirsten, die uns hier ein bisschen was erzählt hat, wie sie. Bitte? Schon bin ich dazu aufgeschrieben, zur professionellen Podcast-Gästin. Ja. Das genau. Will ich doch nicht sein. Du hast das falsch verstanden. Okay, also Podcast-Gäste. Ja, doch, also du hast das diesen Weg dazwischen genau gefunden. Das finde ich gut. Aber das soll dich auch nicht davon abhalten, wenn du eine große Lust hast, natürlich ein eigenes Angebot zu erfinden. Also ich will dir da nichts ausreden, ne? Nicht, dass du das falsch verstehst. Danke, danke. Du hast ja vorhin von der Halbwertszeit gehört. Claudia, wie war die noch? Wie viele Wochen? Ja, 5 Wochen habe ich gehört. Genau, wenn ich mich recht erinnere, irgendwas zwischen 2 und 5 Wochen. Siehste. Dann schauen wir mal. Vielleicht können wir da mal irgendwie so eine Statistik drüber. Ja, das wäre cool, ne? Können wir vielleicht bei FIT anfragen, so wann, also mit welchem Abstand zum Podstock kommen die meisten neuen Feeds? Ja. Das können wir vielleicht Nele Heise oder Christiane Attig mal drauf ansetzen. Das sind ja so die Forscherinnen. Die mögen das vielleicht dann mal ausrechnen. Genau. Okay, also euch sei gedankt, der Kirsten sei gedankt, allen Hörerinnen und Hörern sei gedankt, gerne. Den Menschen, die jetzt hier mit dem Lagerfeuer-Chat oder dem Podstock-Chat oder dem Sendegarten-Chat, also wir hatten heute 3 Ebenen, auf der irgendwie Menschen mit uns kommuniziert haben währenddessen, da war ordentlich was los, ich glaube nicht viel hat sich um unser Gespräch gedreht, sondern da war tatsächlich mehr so Eigenbelustigung, aber das ist ja super. Super, wenn das dann so läuft. Gut, und allen Hörern, die das hier in der Konserve hören, die sich wahrscheinlich schon ein bisschen fragen, mein Gott, Podstock, kommt ihr auch nochmal wieder runter von dem Trip? Ja, es ist so ein bisschen wie eine Droge, wenn man das einmal erlebt hat, dann möchte man das gerne schon so ein bisschen zelebrieren und ja, vielleicht ist es für die einen oder anderen Ohren dann doch ein bisschen zu viel, aber es ist halt so. Da müsst ihr mitleben, das tut mir leid. Wir haben unseren Spaß daran. Wie runterkommen, wer will denn das? Ich wollte gerade sagen, vielleicht muss man sich da ein Beispiel an mir nehmen und feststellen, es ist einfach so ansteckend. Ja, und es ist ein bisschen wie Congress auch, ne? Oder wie halt andere etwas nischige Treffen, wo man dann einfach das Gefühl hat, so okay, hier bin ich halt auch einfach mal richtig. Und hier darf ich dann auch sein und das ist gut. Was für schöne Schlussworte. Damit gehen wir aus der Sendung. Kommt gut in die Nacht und ja. Viel Spaß an der Schiffsbar. Tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.